So. Na, weiter geht's. So, willkommen zurück. Bei World of... Oh mein Gott. So, willkommen zurück bei World of Warcraft. The War Within in Dornogal. Es ist mir eine große Freude. Okay, es gibt eine Planänderung wegen meiner streamtechnischen Abwesenheit. Da reden wir gleich in Ruhe drüber. Was mache ich hier? Ich mache hier Ruhezustand und klappe das zu und mache die Kamera, mache das Licht an und wechsle rüber auf die Kamera. Herzlich willkommen zurück bei World of Warcraft. Erstmal eine, das klang nicht gesund. Ich habe einen Rodecaster Pro 2 und da ist so ein Deckel drauf. Und wenn ich streame, das ist so ein Staubschutz, ne? Und wenn ich streame, nehme ich den immer ab und lehne ihn unten so gegen einen Umzugskarton und manchmal macht er so uff und kippt um. Und das macht dann so BAM. Ich gehe mal rüber kurz. Hier. So. Genau, daher kam gerade dieses Geräusch. Gut, also, genau, also höchstwahrscheinlich bin ich nur morgen nicht da. Möglicherweise. Also eventuell. Dann habe ich für den Umzug, oder dann haben wir für den Umzug wesentlich mehr Zeit, aber darüber reden wir dann, das sehen wir dann. Also ich würde dann weiterhin einfach eine Story bei Twitch posten. Und es geht dann eventuell übermorgen schon weiter, beziehungsweise vielleicht auch erst übermorgen, müssen wir dann mal gucken. Weil jetzt natürlich auch der Umzug laufen muss, ne? Also wenn der Umzug stressig wird und ich abends dann keine Zeit habe, wird es natürlich keinen Stream geben. Aber es kann gut sein, dass die Pause gar nicht Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag ist, sondern vielleicht nur Dienstag, Mittwoch. Aber da würde ich euch dann mittags informieren. Also ich denke mal, Mittwoch, Mittag werde ich dann schreiben, ob es am Mittwoch einen Stream geben wird oder nicht. Aber ich denke mal, spätestens Donnerstag machen wir ein, zwei Stündchen. Gut, so viel dazu. Traurige Nachricht, ich habe hier Belidars Brut besiegt und keinen Mount bekommen. Gerade eben um 22 Uhr, kein Mount. Vielleicht morgen, wer weiß. So, wir gehen rüber in die andere Szene. Und übrigens willkommen Blowy im Livestream. Ne? Du sollst dich gegrüßt fühlen. Ich habe natürlich auch wieder ein schönes Getränk vorbereitet. Ich bin gespannt, wie es schmeckt. Das ist jetzt, glaube ich, war das jetzt Erdbeer irgendwas? Sag mal, hast du wegen deines Schilds mal in der Bank geguckt? Nee, können wir gerne mal schnell machen. Ein guter Punkt. Oh, der Soundtrack von Dornogal ist auch toll, ne? Hi. Ich habe meine Preise auf ein angemessenes Niveau kalibriert. Nee. Ich würde mal sagen, nein, oder? Ich sehe es zumindest nicht. Ich glaube nicht. Diese Unordnung. Gut, also, was machen wir? Was machen wir, was machen wir? Wir wollen uns in diesem Stream um ein Kessa Arati kümmern. Und wir wollen, weiß ich gar nicht, was wollen wir noch machen? Vielleicht nochmal eine Weltquest, eine Tiefe, guck mal hier. Was haben wir sonst noch? Ja, wir wollten hier Brynth in der Kammer der Erinnerung treffen, wegen der ersten Scheibe, denn da gibt es ja erste Entdeckungen.
Bei Dagran, genau. Gut, wir starten aber erstmal mit ein Kesser Arati. Und da haben wir ja gehört, dass ein Arati in der Stadt für Ärger sorgt. Und wir sollen dafür sorgen, dass hier wieder Frieden einkehrt. Denn die Arati wollen ja mit den Irdenen zusammenarbeiten und wieder die Handelswege aktivieren und so weiter und so fort. Und da ist es natürlich nicht gut, dass die Arati hier Stress machen. Das ist klar. Wie schön das aussieht hier, ne? So, was hier los? Genug! Friedensbewahrer marschieren nicht durch das Land. Und jetzt kümmert dich um diesen Arati-Unruhestifter live. Ja, Sir. Der Kernweg muss geschützt. Die Friedensbewahrer schützen Dornogal vor allen Bedrohungen aus dem In- und Ausland. Wir leisten auch Hilfe für unsere Mitbürger und fremdländische Reisende. Wir sind nicht mit der Verteidigung der Insel als Ganzes beauftragt. Diese Verantwortung liegt bei den Sturmreitern. Friedensbewahrer müssen innerhalb der Grenzen von Dornogal bleiben und dienen. Im Laufe der Jahre haben einige Friedensbewahrer wie Agatha und Life die lächerliche Vorstellung entwickelt, dass wir uns über die Stadt hinauswagen müssen, um unsere Aufgabe zu erfüllen. Ein edler, aber fehlgeleiteter Gedanke. Wir kennen unsere Pflicht und werden sie genauso erfüllen, wie es uns aufgetragen wurde. Sehr krass, also wir haben hier eigentlich auch schon wieder so ein bisschen die Freien und die Eingeschworenen. Wir haben schon wieder diese, ja, vielleicht ist meine Aufgabe ja doch mehr zu beschützen als nur die Stadt. Also schon wieder gegen die Bestimmung der Titanen verstoßen sozusagen. Aber wir haben von Merix ja erfahren, vielleicht ist es ja auch die Aufgabe, vielleicht ist es ja die, da denke ich jetzt wieder an Fallout New Vegas. In Fallout New Vegas gab es ja eine Vault, bei der war es Aufgabe, also kurz, in Fallout gibt es ja so Vaults, also Bunker, in denen sich die Menschen gerettet haben, als eine Atombombe in Amerika eingeschlagen ist. Und die haben halt in diesen Bunkern Experimente durchgeführt. Und in einer Vault war das Experiment, dass den Bewohnern, also diesen 100 Überlebenden oder so, gesagt wurde, ihr müsst jeden Monat einen opfern. Wenn ihr keinen opfert, sterbt ihr alle. Und tatsächlich haben die Menschen jeden Monat gewählt oder jedes Jahr und jedes Mal ist einer gestorben. Und am Ende kam raus, als die letzte Person da war, dass die niemals jemanden hätten opfern müssen. Die Aufgabe war nur, oder das Experiment war, sind Menschen wirklich bereit, sich zu opfern oder jemanden zu opfern? Oder hinterfragen die Menschen das und erheben sich gegen dieses kranke Spiel? Und das Ergebnis war am Ende eben, die haben wirklich bereitwillig jemanden geopfert. Und erst die letzte Person hat dann herausgefunden, dass sie niemals hätten jemanden opfern müssen. Und ja, daran erinnert mich das so ein bisschen. Vielleicht haben die Titanen ja genau das als Ziel gehabt, dass die Irdenen als Maschinen über ihre Bestimmung hinauskommen sollen. Also dass das, was die Freien machen, genau richtig ist und im Sinne der Titanen, dass sie nicht mehr komplett ferngesteuert handeln. Na, keine Ahnung. Wie lautet euer Befehl? Ja, wie kann ich euch helfen? Die Titanen kehren zurück. Uns wurde gemeldet, dass ein exzentrischer Arati unsere Bürger belästigt. Wir haben nur wenig Erfahrung mit Außenstehenden und meine Vorgesetzten fürchten sich vor einem diplomatischen Eklat. Man hat mich damit beauftragt, diesen Lampenanzünder zu finden und seine Probleme zu lösen. Ihr habt schon einmal mit dem Arati gearbeitet. Könntet ihr mir helfen? Ich habe hier eine Liste mit Irdenen, die den Lampenanzünder gemeldet haben. Ihr könntet eine Hälfte davon befragen. Zusammen können wir diesen Arati hoffentlich finden, bevor er noch mehr Bürgern Probleme bereitet. Ja klar. Glaube, Ordnung. Meine Vorgesetzten behaupten, dass Friedensbewahrer in der Stadt bleiben müssen. Überlasst den Rest den Sturmreitern, sagen sie. Ich bin zwar kein Sturmreiter, aber ich könnte in ganz Khazal-Gar Leuten in Not helfen, wenn sie mir ja doch nur zuhören würden. Ja, wenn man mal zuhören würde. Kommt mir bekannt vor. Oh ja. Sehr fruchtig. Die sind halt alle lecker, ne? Ich bin irgendwie verwirrt. Ich dachte wirklich, mir schmecken nur so zwei, drei Stück. Bis jetzt habe ich keine Geschmacksrichtung, die mir nicht geschmeckt hat. Knackhuf. Rott.
Und die ganzen Eingeschworenen. Blowy, was macht der Computer? Und jetzt sag bitte, schick bitte nur ein Emoji, wenn du nichts gemacht hast. Ich will keine Ausrede lesen. Apollo! Tabea! Anhöhe des Ratsvorstehers, besorgter Bürger. Kommunikation eingeleitet. Jeden Tag treffen mehr Neuankömmlinge in der Stadt ein. Dadurch wurde eine Routine unterbrochen, die ich schon seit Jahrtausenden pflege. Wie kann ich euch helfen? Was könnt ihr mir über diesen... Also hier ist wohl... Fangen wir mal vorne an. Hier ist wohl so ein Lampenanzünder, der macht so ordentlich Radau und stört euch alle. Und schicke Brille übrigens. Was könnt ihr mir über ihn erzählen? Der Lampenanzünder erkundigte sich nach einer weiteren Gruppe Arate, die kürzlich eingetroffen sind. Diese Gruppe wurde von einer Schiffsbauerin angeführt, die nach Rohmaterialien für den Luftschiffbau suchte. Ich verwies sie an den Vorarbeiter. Es gibt viele Rohmaterialien auf der Insel von Dorn, aber ich beschäftige mich nicht mit solchen Kleinigkeiten. Ich gab dem Lampenanzünder die gleichen Informationen. Er ging ziemlich eilig. Mögen weder Krähe noch Dünger euch weit wegbringen. Ah, es ist schon cool alles. Also mit Dornugal hat man, wenn man Irdene mag und sich an den Irdenen Charakter macht, auf jeden Fall eine coole Hauptstadt. Mit einer Botschaft sogar, ist schon cool. Ob das jetzt so schön ist wie Silbermond oder Danassos, sei mal dahingestellt. Oder Eisenschmiede, was ja, also Eisenschmiede ist ja legendär, ne? Brauchen wir gar nicht drüber reden. Sehr besorgt hier. Wir sind der Titanen Grundgestein und Fundament. Ach, weißt du, PCs sind doch irgendwie überbewertet, oder? Ist das jetzt nein? Mehr Fremde. Warum redet ihr mit mir? Ja, also ich habe gehört, es gibt hier einen Lampenanzünder und ich möchte hier für Recht und Ordnung sorgen und deswegen möchte ich gerne wissen, was ihr mir über ihn erzählen könnt. Ach, ein männlicher Arati kam vorbei. Er fragte immer wieder nach einem gewissen Schiffsbauer oder einer Schiffsbauerin. Ich hatte keine Ahnung, von wem er sprach. Er ging schließlich und beschwerte sich darüber, dass niemand in dieser flammenverlassenen Stadt irgendwas weiß. Er war einfach widerlich. Genau wie ihr. Hat sie nicht gesagt. Okay. Die Titanen kehren zurück. Ja. Ja, ich hoffe nicht. Ich bleib dabei, der Story-Aufhänger ist wahrscheinlich der, die Titanen kommen, wollen Azeroth wiederbeleben, das würde uns alle umbringen und dann arbeiten wir mit der Lehre zusammen, um zu verhindern, dass aus Azeroth ein Titan wird. Das ist dann DLC 2. Dass wir uns mit der Lehre verbünden. Und jede Klasse bekommt eine neue Spec, nämlich eine Schattenspec. Schattenpaladin. Schattenjäger. Schattenpriester gibt's schon. Dämonischer Schattenjäger. Schattenmeister statt Hexenmeister, klar. Schatturke, der Schattenschurke. Hi. Wir sind der Titanen Grundgestein und Fundament. Nach tausenden von Jahren kenne ich fast jedes Gesicht in Dornugal. Eures aber nicht. Bitte setzt euch. Ja, ich war so freundlich und habe mich schon mal hingesetzt. Shatopan, der Mönch. Ja, top. Ist genommen. Nehme ich an. Shatopan. Den nehmen wir. Schattür statt Draktür wäre auch cool. Okay. Ja, also ich habe mich schon mal hingesetzt und war so frei, diesen Stuhl zu nehmen und würde gerne wissen, was ihr mir über einen Arati, einen sogenannten Lampenanzünder, erzählen könnt. Ja, er war ein ganz komischer Kauz. Er sprach so seltsam und mit großer Eile. Ich konnte kaum verstehen, was er sagte. Er schien dringend jemanden zu suchen und betonte immer wieder die Bedeutung irgendeiner Mission. Ich bin mir nicht sicher. Ich bot an, ihn zu lehren, wie man richtig kommuniziert. Er wurde ungeduldig und ging. Das war ziemlich enttäuschend.
Wir reden später weiter. Ja, okay, das ist... Okay, danke. War ja wirklich ein sehr unhöflicher Arati. Also der muss direkt der Stadt verwiesen werden. Wie kann man sich so benehmen? Wie kann man erwarten, dass einem ein Irdener irgendwie eine sinnvolle Antwort gibt? Das ist ja eine Katastrophe. Ich stelle mir die Irdener ein bisschen so vor, so richtig so bürokratisch. So richtig, richtig bürokratisch einfach. What? Was ist das denn? Achso, oben. Ja, ihr dürft das Tor passieren, aber erst wenn ihr Passierschein E27 habt. So in der Richtung. Das bekommt ihr bei Steinschmied 57a in Straße 57b. So irgendwie sowas. Schade, dass man hier noch nicht reiten kann. Das fände ich irgendwie cool. Chateau Mall. Steinwall an Höhe. War ich hier noch nie? Ironus Froststrahl. Okay. Ja, was für ein unhöflich... Ach, guck, wie süß hier die Fensterläden. Die sind offen und die sind zu. Schön. Bei der heiligen Flamme, jetzt taucht die auf. Ich wandere auf der Suche nach Hilfe schon seit Tagen durch diese Stadt. Lampenanzünder... Ihr seid ein Fremdling, Kerta. Richtig? Man müsste meinen, dass es leichter wäre, von diesen irdenen Informationen zu erhalten. Es ist, als würde man mit einem Haufen Steine reden. Was? Oh, das war schon eine Beleidigung gewesen. Was ist eure Mission? Eine Gruppe Arati ist vor einer Weile hierher gekommen. Angeführt wurde sie von einer Schiffsbauerin namens Isabella. Aber wir hören seit kurzem nichts mehr von ihr. Zu allem Übel glauben wir, dass der Orden der Nacht seine Finger im Spiel hat. Isabella ist eine ganz besondere Schiffsbauerin in ganz Heilsturz, sie ist die Beste. Ein technisches Genie und die Arati-Armada will nicht, dass sie in die falschen Hände landet. Dass sie in den falschen Händen landet. Ist ja auch geil, ne? Einfach den Menschen auf seine Fähigkeiten reduzieren, immer gut. Es ist meine Aufgabe sicherzustellen, dass dies nicht geschieht, um jeden Preis. Verstanden? Ist schon ein bisschen unhöflich. Was genau ist nochmal ein Lampenanzünder? Also wir wissen es alle natürlich noch, weil wir Heilsturz gequestet haben. Eine Lampenanzünder sind die, die die ganzen Lichter anlassen, damit ein Heilsturz, wenn Beryl da sich verdunkelt, niemals die Finsternis ist. Wir fragen trotzdem mal. Lampenanzünder sind diejenigen, die in Heilsturz dafür sorgen, dass die Dämmertürme nicht erlöschen und sie beschützen die Leute außerhalb von Beryls Licht. Quasi helfen wir den Bedürftigsten. Wir sind auch ziemlich gut darin, Kultisten vom Orden der Nacht ausfindig zu machen und zu beseitigen. Ich vor allem bin richtig gut darin, weiß, worauf man achten muss und ich traue niemanden. Kerta betrachtet euch misstrauisch. Ihr seid aber kein Kultist, oder? Doch. Wer ist der Orden der Nacht? Ja, also der Orden der Nacht. Er besteht aus Kultisten, die oft das wirre Flüstern von Beryl das Schatten hören. Ihr einziges Ziel ist es, das Ende der Welt herbeizuführen. Das wollen wir natürlich nicht. Sie verstecken sich gerne in den Schatten und bleiben ungesehen, soweit es geht. Aber bei mir haben sie da keine Chance. Ich habe viele Erfahrungen darin, mich um ihresgleichen zu kümmern. Zu Kertas Hand erscheint sofort eine Flamme, die ihr aus genauso schnell wieder verschwinden lässt. Cool. Okay. Das Reich ist ewig. Friedensbewahrer live. Das ist nicht unbedingt das, was ich erwartet habe. Er ist merkwürdig, aber ein Störensfried? Eher nicht. Kehrt zurück. Der Lampenanzünder sucht nach einer Arati-Freundin. Der Vorarbeiter sagt, er habe eine Schiffsbauerin der Arati nach Friedholz geschickt. Meine Vorgesetzten bestehen darauf, dass die Friedensbewahrer Dornogal nicht verlassen dürfen. Aber mir wurde befohlen, Kehrta zu unterstützen. Und dafür muss ich die Stadt verlassen. Ist es wohl beschlossen. Trefft uns in Freiholz, wenn ihr wollt. Ich würde mich über eure Unterstützung wirklich sehr freuen. Mögen euch die Titanen den... Herr Lampenanzünder, wenn ihr mir folgen wollt, bringe ich euch in das Dorf Freiholz. Was? Ja, ganz genau, Rocky. Weist mir einfach den richtigen Weg und ich finde mich zurecht, keine Sorge.
Aber Sir, ich muss euch bei eurem Bestreben unterstützen. Ja, hör mal, Sonnenschein. Ich brauche keine Hilfe. Und bei der Flamme geht mir besser nicht auf die Nerven, verstanden? Was denn? Oh, wer schreibt diese Questtexte? Er hat ihn einfach Rocky genannt. Oh Mann. Warum? 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 Oh, ich habe jetzt schon Angst davor, dass wir irgendwann die Quests durchhaben, ne? So Weltquests machen und sowas ist ja alles schön und gut, aber dieses Vorlesen und so, oh, dann muss ich wieder aufs nächste DLC warten. Das ist schon hart, ist schon hart. Wir machen mal schnell das Drachenrennen. La 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 la. Hallo. Es ist ein klarer Tag mit besonders günstigen Winden. Oh, komm, wir machen mal hier. Wir machen mal hier. Tyrael. Fließen wieder. Oh, jetzt habe ich gerade voll Lust auf Diablo 4. Auf den DLC. Ja, aber ich habe kein Geld. Kann ich mir nicht kaufen. Zu teuer. Okay, go. Los, Tyraels Ross. Du bist so schön und ich wollte dich immer haben. Und jetzt habe ich dich. Oh mein Gott, macht doch ein Lektor noch mehr rum, Mann. Boah, das ist aber auch hier das Drachenrennen, um die Hardware zu testen, ne? 3090, no way. Wobei, ich glaube, das sind eher Nachladehänger. Gut gemacht. Ihr und euer Flugdrache seid begnadet. Yay, 50 Ruf, na das hat sich ja gelohnt. Na, das hat sich ja gelohnt. Gewährt einen einmaligen Kriegsmeuten-Rufbonus. Was ist denn ein einmaliger Kriegsmeuten-Rufbonus? Naja, aber auf jeden Fall fahre ich morgen, wie besprochen. Also morgen Abend gibt es auf gar keinen Fall einen Stream. Und dann, wenn ich dann wieder da bin, also eventuell übermorgen, wenn ich schon wiederkomme, dann wird es halt richtig spannend. Dann geht es hier ans Eingemachte. Dann wird der Fernseher eingepackt und dann kommen so die letzten Vorbereitungen. Dann werden die ersten Möbel schon runtergetragen und. Diese verdammten Neruba lungern immer noch in meiner Metbrauerei herum. Werft sie raus, bevor sie mein Glutbräu stehlen. Nein, das wäre ja furchtbar, wenn ein Glutbräu gestohlen wird. Der Feuerhonig ist viel zu heiß, als dass ihr ihn mit bloßen Händen anfassen könnt. Glücklicherweise habt ihr ein Glas. Hab ich das? Aber ich freue mich jetzt schon aufs nächste DLC. Irgendwie. Ah, es wird super. Ich meine, ich finde das ja auch alles super, gar keine Frage. Bestes DLC seit Dragonflight. Kleiner Spaß. Aber schon cool. Gläubiger von Zirix getötet. Den kennen wir doch schon. Der hat doch hier die Brauerei angegriffen. Naja. Wo geht's denn hier rein? Hier unten? Hier? Nee. Hier. Hallo? Hallo, Spinnen? Ich suche... Ja, genau euch. Ach man. Jetzt denke ich immer daran, dass die Neruba eigentlich lieb sind. Mhm. Jetzt noch 8 Neruba. Gefunden bei den Freien. Ah, ich bin gespannt, weil Leifer jetzt offiziell sich gegen die Vorgaben der Friedensbewahrer benimmt. Was da jetzt die Reaktion sein wird, ich bin gespannt. Ich bin außer Reichweite. Tut mir leid, Schmetterling. Ich habe es nicht so gewollt.
Ich muss zuerst etwas anrufen. Ey, noch ein Neruba. Ich habe kein Ziel. Da war es nur noch einer. Ich bin außer Reichweite. Ja, die Weltquests sind angenehm machbar bis jetzt. Ich fand die Weltquest in Shadowlands am schlimmsten. Das wär's dann. Könnt ihr auch nur erahnen, was diese vielbeinigen Monster mit auch nur einem Tropfen Glutbräu angerichtet hätten? Das kann ich mir nicht vorstellen, was die mit nur einem Tropfen Glutbräu angerichtet hätten. Diese Synchronstimme. Okay, wir gehen nach Freyholz und ja, werden da mal hier, ne? Schallende Tiefen. Achso, ich wollte eigentlich hier die Tiefe mir angucken. Erdpyramide. Hier haben wir erst vor kurzem gemacht, ne? Muss ja nicht nochmal sein. Felsquellen haben wir auch schon gequestet. Ihr Arat, ihr habt schon genug Ärger gemacht. Es liegt garantiert an euch, dass die Leute verschwunden sind. Ihr zeigt mit dem Finger auf mich, weil ich... Leute, dieser Mann hilft mir doch. Er ist zur Unterstützung hier. Ach, direkt wieder Streit hier. Welcher Weg hat euch hierher? Unsere Leute beginnen zu verschwinden, als die Arat hier auftauchten. Zuerst dachten wir, unsere Nachbarn hätten einfach die Stadt verlassen, aber dann verschwanden immer mehr. Wir befragten die Arati, aber sie bestritten jegliche Missetaten. Dann, eines Morgens, stellten wir fest, dass uns die Arati über Nacht verlassen hatten. Wir suchten draußen nach ihnen und unseren Leuten, aber ohne Erfolg. Mhm. Mögen euch eure Entscheidungen wieder hierher führen. Die Einheimischen sind mit unseren ausländischen Gefährten wohl nicht einverstanden. Ich versuche die Situation so gut wie möglich zu entschärfen, aber wir haben dringende Probleme. Wir reden später weiter. Die Schiffsbauerin der Arati war hier, doch sie ist mit den meisten aus ihrem Gefolge weitergezogen. Sie hat ein paar Arati zurückgelassen, aber kurz nachdem die Schiffsbauerin wegging, begann Erdne zu verschwinden. Die Bewohner verdächtigten die Arati, hatten aber keine Beweise. Eines Tages verließen sie mitten in der Nacht die Stadt. Die Anwohner sagten, die Arati wohnten im Gasthaus. Könnt ihr euch dort nach Hinweisen darauf umsehen, wo die Arati sich jetzt aufhalten könnten? Angesichts der Feindseligkeit der Bewohner bleiben der Lampenanzünder und ich wohl besser hier. Ja klar, ich mache alles alleine, klar. Mögen weder Krähe noch Widder euch weiter. Also gut, ich helfe euch. Gebt mir die Namen der Vermissten, Beschreibungen ihres Aussehens und wo sie zuletzt gesehen wurden. Ich bin neugierig. Warum ist es euch wichtiger, die vermissten Irnen zu finden, als eure eigenen Leute? Sie könnten euch doch egal sein. Ich bin Lampenanzünder. Ich habe gelobt, allen in Not zu helfen. Wie nervtötend sie auch sein mögen. Ah. Man muss schon ein starkes Nervenkostüm haben, um diese ganzen Quests zu ertragen. Nein, es ist super. Ich mag den Humor. Ich habe in einem der Räume dieses Arati-Buch gefunden. Könntet ihr es zum Wachtmeister bringen? Arati-Tagebuch. Lass mal lesen. Die Irdenen an der Oberfläche verfügen im Überfluss über Ressourcen, die uns in Heilsturz fehlen. Vor vielen Jahren exportierten die Irdenen diese Ressourcen zur Verwendung in Arati-Luftschiffen. Seit dem Handelsstopp sind wir jedoch auf unsere Reserven für diese Ressourcen angewiesen. Der Ohm der Nacht hat die Kontrolle über einige dieser Reserven, aber sie reichen einfach nicht. Wir brauchen mehr. Ihr seid auf der Suche nach Hinweisen. Die Arati könnten doch etwas in den Räumen hinterlassen haben. Geht dorthin zurück und seht nach. Alles klar, danke Findorn, mach ich. La la la. Da, da, da. Aha, aha, aha. Auffällige Arati-Kerze. Ein stark verbranntes Fragment eines Briefes ist dem Feuer der Kerze entkommen. Tötet die Schoßhunde des Kaisers. Entsorgt sie in den Hügeln oberhalb des Dorfes. Nehmt die Irdenen so heimlich wie möglich gefangen. Oh mein Gott. Die Kultisten der Nacht haben die Aratis unterlaufen, denke ich mal.
Es gab Verräter bei dieser Schiffsbauerin. Ich nehme das! Nachtschattenwegelagerer, nein! Oh mein Gott. Ja, kommst genau richtig. Kannst die Leiche wegräumen. Oh mein Gott. Die Truppen der Schiffsbauerin wurden infiltriert. Dritten Hinweis gefunden. Ist der hier, oder? Soldat der Arati. Tot. Ihr entdeckt in der Tasche des toten Arati eine gekritzelte Notiz. Ein Großteil der Notiz ist von Blut bedeckt, aber manche Teile sind trotzdem noch lesbar. Orden der Nacht wurde infiltriert. Wollen die Irdenen entführen. Benötigen mehr Arbeiter für die Ernte. Brauchen sofort Verstärkung. Anscheinend kam er um, bevor er die Nachricht überbringen konnte. Nehmt die Notiz. Der Lampenanzünder ist als nächstes dran. Das glaube ich nicht. Da braucht es schon mehr, um mich aufzuhalten, Leute. So einfach nicht. Danke, dass ihr euch für mich eingesetzt habt, aber das heißt nicht, dass wir jetzt Partner sind, verstanden? Verstanden, aber mein Befehl lautet, euch zu helfen und die Arati zu finden. Ich kann euch nicht einfach verlassen. Wir sind die Krieger der Heiligen Flamme. Wenn ich es recht verstehe, entführen die Arati Irdene und sie töten sich außerdem gegenseitig? Das ist doch Wahnsinn. Naja, also es ist so. Es gibt zwei Gruppen der Arati. Es gibt die Bruderschaft der Nacht. Das ist so ein Kult. Und es gibt die richtigen Arati. Und die bringen sich gegenseitig um. Die einen wollen Bereldas Schatten, die anderen wollen Bereldas Licht. Okay? Glaube. Ah, okay. Also der Orden der Nacht, der die Schatten verehrt, ist also deutlich an unseren Ressourcen interessiert. Sie haben Irdene für ihre Ernte entführt und könnten es auf weitere abgesehen haben. Wir müssen sie aufhalten. Die nächste große Irdensiedlung ist Bummelgau. Wenn der Orden mehr Arbeiter sucht, werden sie vielleicht dort welche holen. Geht schon vor, ich muss zunächst mit Kerta darüber sprechen, warum die Arati das tun, also sich gegenseitig umbringen und so. Kehrt zurück, wenn ihr wieder redet. Warum sollten sich eure Kameraden gegenseitig umbringen? Das sind nicht meine Kameraden, ich arbeite immer alleine. Das sind Kultisten des Ordens der Nacht, sie benutzen Schattenmagie, tragen violette Kleidung und das ganze Pipapo, das übliche halt. Immer das gleiche? Ihr mögt an der Oberfläche sein, aber besonders viel raus kommt ihr nicht, oder? Nein, er ist ein Friedensbewahrer, der bleibt nur in der Stadt. Jesus. Diese Questtexte, das ist... okay, Bummelgau. Na, für mich wäre die nächstgelegene Siedlung jetzt eher Dornogal, aber... Da trauen die sich nicht ran wahrscheinlich, die Kultisten. Morgen ist Dienstag, ne? Letzter Tag mit Zeitwanderung. Dann müsste ich gleich nochmal ein paar Zeitwanderungs-Dungeons machen. Ist gerade eine Vorführung oder was? Das bringt mir ja nichts. Hier, sie sind hier draußen, das spüre ich. Wenn sie mehr Arbeiter entführen wollen, ist Bummelgau der nächste logische Schritt. Sprecht und werdet gehört. Wir haben zwar keine Arati gesehen, aber es herrscht Unruhe in der Stadt. Kerta glaubt, der Orden der Nacht ist hier. Er denkt, sie warten nur auf den rechten Moment, um zuzuschlagen. Arbeitszyklus wird aufgenommen. Es überrascht mich, wie aufrichtig sich Kretor über die vermissten Irdenen sorgt. Sie gehören nicht zu ihm und dennoch ist er bereit, ihre Rettung zur obersten Priorität zu machen. Er erwähnte, dass sein Verhalten von einer Art Lampenanzünder-Credo angetrieben wird. Sonderbar.
Mögen euch die Titanen, die beiden wachsen richtig zusammen. Ich bin mir sicher, dass hier jemand noch Ordensleute, dass sie immer noch Ordensleute herumschleichen. Vielleicht tragen sie Botschaften bei sich, genau wie die Hinweise, die ihr in Freyholz gefunden habt. Wir werden es gemeinsam herausfinden. Hier, nehmt diese Räucherwerkkugeln. Sie sehen aus wie kleine Räuchergefäße, aber ich habe sie mit der heiligen Flamme verzaubert. Werft sie einfach hin und ihr kriegt einen großen Knall mit einem grellen Blitz. Das sollte reichen, um jeden zu betäuben, der herumschleicht. Aber werft bloß keinen auf mich, verstanden? Okay. Also geht. Also los, es wird Zeit, ein paar Kultisten zu verjagen. Was ist das? Das habe ich ja noch nie gesehen. Wie macht ihr das? Habt ihr noch nie Magie erlebt? Das ist bloß meine Kugel der heiligen Flamme und des rechtschaffenden Zorns, die ich den Kultisten ins Gesicht schmettere. Ihr wisst, was ich meine? Weiß ich nicht. Bitte erklärt es mir. Ach, wie cool, ne, der den Zauber so gehalten hat. So ein bisschen wie in Risen. Risen 1. Cooles Spiel, hat auch eine sehr coole Zauberdarstellung. Da macht man immer so und hat dann so eine Flammkugel zwischen den Händen. Ziemlich cool. Oder Fable. Oh, Fable 2. Fable. Okay. Was mache ich jetzt? Einfach so? Überladung! Titan steht mir bei. Ich bin blind! Oh mein Gott. Ein Kultist! Diesen Übertritt bereut ihr. Mögen die Schatten euch verfluchen. Wie die einfach eine Fehlfunktion bekommen. Der Lampenanzünder wird scheitern. Hier auch? Reni Lasch ist nah. Warum habt ihr mir eine Lichtkugel in die Augen geworfen? Ich kehre in die Schatten zurück. Ja, das mit der Lichtkugel ist eine gute Frage. Meine Augen, ich kann nicht sehen! Ja, ich hab dir auch voll die Lichtkugel ins Auge, ins Gesicht geworfen. Der Ruf wird lauter. Was genau ist Reni Lasch jetzt überhaupt? Das Licht leuchtet so hell. Oh. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ein Brief noch nicht. Ich bin blind. Gib mir einen Brief. Meine Augen! Gib mir einen Brief. Mache ich irgendwas falsch? Nee, oder? Irgendwas falsch? Nachtschattenbrief. Der Soundtrack ist ein bisschen wie Final Fantasy 16, oder? Boah, da habe ich auch wieder Lust drauf. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ah ja. Dieser Brief erwähnt einige neue Freunde, die in der Umgebung mit dem Orden der Nacht zusammenarbeiten. What? Hört sich nicht gut an. Produktion sehr stetig, aber langsam voran. Die Schiffsbauerin braucht mehr Erden, um die Mühle zu betreiben. Die Zusammenarbeit mit unseren neuen Freunden klappt gut. Da der Kernweg unzugänglich ist, können wir nur mit Hilfe unserer Freunde große Mengen Holz nach Heilsturz transportieren. Als Gegenleistung verlangen sie nur unsere Hilfe bei der Zerstörung von Merelda. Ach so, ja, das ist ja keine große Leistung. Einfach mal eben die Hauptstadt der Arati zerstören. Cool. Klar, kein Problem.
Okay, also arbeiten die, der Orden der Nacht arbeitet mit irgendjemandem zusammen. Ohne euch in der Gegend wäre ich bestimmt verloren gewesen. Ich kenne mich gut aus mit der Geografie von, Ja, ich höre da ein, habe ich doch gesagt heraus. Habt ihr eine Frage? Ich wusste nicht, dass die Lampenanzünder solche Mächte herbeirufen können. Keta besteht darauf, dass er nichts Besonderes ist und vermutet, dass auch ich mit Übung und Geduld solche Kräfte erlernen könnte. Es gibt vieles an den Lampenanzündern, das mich fasziniert. Nicht zuletzt ihr Credo, das Keta so zusammenfasst. Verteidigt die Schwachen, helft den Bedrängten und sterbt nicht dabei. Die Titanen kehren zurück. Na schön, ich gebe zu, das kleine Kieselchen ist ziemlich nützlich. Er weiß mehr über die Irdenen und die Oberfläche, als ich je wissen werde. Wie auch immer, habt ihr etwas gefunden? Das Licht des Reichs wird die Dunkelheit neue Freunde, wie? Ich bin wohl nicht der Einzige. Keta erstarrt, dass ihm bewusst wird, was er gerade gesagt hat und zeigt plötzlich mit dem Finger auf euch. Ihr habt das nicht gehört, ist das klar? Weil er sich mit Life anfreundet, ach wie schön. Wir sind alle Untertanen des Kaisers. Mal sehen, ob ich das recht verstehe. Die Schiffsbauerin kommt mit einem Gefolge hierher, um Holz für die Luftschiffe zu besorgen. Aber die Schiffsbauerin gehört eigentlich zum Orden der Nacht, genau wie die meisten ihrer Truppe. Also ermorden sie die loyalen Arati, entführen Irdene und zwingen sie dazu, das Sägewerk hier oben zu betreiben. Und jetzt müssen wir uns um den Orden und ihre neuen Freunde kümmern, wer auch immer sie sein mögen. Kommt, wir gehen zum Sägewerk. Wir müssen eine Menge Bösewichte töten und die Zeit drängt. Gehorcht den Vorgaben Merelda. Ich sehe mich mal um. Wir treffen uns vor dem Sägewerk. Greta, wir sollten zusammengehen. Das könnte sehr gefährlich werden. Macht euch um mich keine Sorgen, Life. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Ich bin es gewohnt, alleine zu arbeiten. Er ist so leichtsinnig. Hier hatten wir noch keine Aufgabe, ne? Skolgal-Mühle. Ich verstehe nicht, warum ihr so auf eigene Faust losziehen wollt und jegliche Hilfe ablehnt. Mein alter Partner gehörte zum Orden der Nacht, hat versucht mich umzubringen. Nach so einem Verrat überlegt man sich wirklich zweimal, wem man vertraut. Das kann ich sogar verstehen. Wir werden triumphieren. Ja, oder dieses coole Schwert hier. Neruba, jede Menge Neruba beim Licht von Berelda. Ich hasse Neruba. Okay, das heißt, die Neruba arbeiten mit dem Orden der Nacht zusammen. Na, das ist ja richtig geil. Das heißt also... Toll. Jetzt haben sich die... Arati, die dem Schatten... dem Licht abgeschworen und dem Schatten Treue geschworen haben, mit den Nerubern zusammengetan, die dem Schatten dienen. Na, super. Wir kämpfen die ganze Zeit um Verbündeten und unsere Gegner machen auch Verbündete miteinander. Armee gegen Armee. Gegen Armee gegen Armee. Wir sind alle Untertanen des Kaisers. Es macht mir zwar Spaß, das Schwarzblut aus den Nerubern zu prügeln, aber zuerst müssen wir die irdenen Gefangenen retten. Ich habe gesehen, dass sie von Arati-Kugelfesseln gehalten werden. Jemand wie ihr sollte sie ziemlich schnell aufschlagen können. Macht einfach das, was ihr immer macht. Oh, und wir sollten uns aufteilen, um ein größeres Gebiet abzudecken. Klar, Life wird rummosern, aber er mosert sowieso immer rum. Ja, er mag ihn nur. Das Reich ist ewig. Die Neruba scheinen mit den Arati im Bunde zu stehen. Viele von ihnen bewachen die Mühle und ich bin mir nicht sicher, das sind mehr, als wir sehen können. Wir dürfen nicht zulassen, dass eine so große feindliche Streitmacht ungehindert bei Bummelgau aktiv ist. Die Neruba haben vor nicht allzu langer Zeit Dornogal angegriffen und große Teile davon zerstört. Die Arati des Ordens der Nacht entführend und versklaven unser Volk. Wir müssen möglichst viele von ihnen ausschalten, am besten alle. Okay. Wir reden später. Klar. Weiter. Mich überrascht, wie sehr ihr euch für die Irdenen einsetzt. Ich habe schon gesagt, dass es zu meinem Glauben gehört, Leuten in Not zu helfen, wer sie auch sind. Ihr seid also dazu verpflichtet, diese Lehren zu befolgen? Ist das euer Edikt? Ich bin aus freien Stücken hier. Life. Das ist meine Entscheidung, weil ich weiß, dass die Welt dadurch ein bisschen heller wird. Ich würde von euch gerne mehr über euren Glauben lernen. Eines Tages live. Okay, sehr schön. Also was machen wir jetzt? Neruba verprügeln? Die Erden sind Askahet nicht gewachsen. Naja. Fand ich jetzt nicht so überzeugend, die Vorstellung.
Einfach die Warcraft 3 Fähigkeit, ne? Hallo, ich befreie dich. Ich kann dieses Ziel nicht angreifen. Die Neruba und Arati arbeiten zusammen. Nein, das sind nicht die Arati, das sind... Ich habe kein Ziel. Warum versuche ich es überhaupt? Das sind keine Arati, das sind Splittergruppen. Die haben sich dem Schatten zugewandt. No Arato. Oh, war eingegraben, die Spinne. Sprecht frei. Ihr unterliegt keinen Weisen. Nein, wir brauchen sie. Die Arati sind überhaupt nicht freundlich. Das sind nicht die Arati, das sind Kultisten, die sich... Junge, eine Riesensäge hier. Und voll die Baumscheiben. Wie cool sieht das denn aus? Ich bin außer Reichweite. Dieser Baum ist genau 32 Jahre alt. Ich meine 230. Meine Königin, ich habe versagt. Die Schiffsbauerin, sie ist die Strippenzieherin. Das habe ich inzwischen auch verstanden. Krass, ich dachte erst, dass nur... Ich dachte erst, es wären nur Böse dabei. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass die Schiffsbauerin selber böse ist. Das überrascht mich doch ein bisschen. Diese Lande gehören zu unserem Reich. Ist das so, ja? Mach doch einfach halbe-halbe. Das ist zu weit entfernt. Nein, wir brauchen sie. Ist das eigentlich bayerisch für Rätsel? Diese Serati? Wenn man es richtig ausspricht, hast du wahrscheinlich recht. Desi Serati? Nee, Desi Serati. Aber da fragst du mich jetzt was. Also ich habe von bayerischen... ich mache gerne in Bayern Urlaub, aber... Wie kommst du da drauf? So, das haben wir. Und noch drei Stück retten. Eins. Sprecht frei. Zwei. Ihr unterliegt keinen Weisungen. Ich werde Isabelle von... Was? Ich werde ihr euren Kopf bringen. Ach so. Ja, klar. Probier mal. Und last but not least. Achso, dachte, du kommst irgendwie aus der Ecke oder so. Klinge ich bayerisch? Oh mein Gott. Also nichts gegen Bayer, aber... Höre ich mich nicht sehr hochdeutsch an? Hallo? Habt ihr Kerta gesehen? Ich finde ihn nicht. Arbeitszyklus und. Kerta, wo könnte er nur sein? Gute Arbeit, ich werde die wenigen, die ich retten konnte, in Sicherheit bringen. Ich habe 8 gerettet und der 3? Seid bereit. Ich habe 8 gerettet und der 3? Warum rette ich nicht auch 3? Das dürft ihr Vorhaben stören. Hoffen wir, dass es vorerst reicht. Arbeitszyklus wird auf. Wo ist Kerta jetzt? Ist er wieder allein losgezogen? Wir haben die Irrenden gerettet und viele feindliche Kräfte eliminiert, aber unsere Aufgabe ist noch nicht beendet. Kurz vor eurer Ankunft haben wir eine Gruppe Arati gesichtet, die diesen Hügel hinaufging. Einer von ihnen war die Schiffsbauerin der Arati. Sie ist die Anführerin hier. Ihr Verlust wird ihre Bemühungen, das Sägewerk zu nutzen, einen ordentlichen Dämpfer verpassen. Lauft den Hügel hinauf und findet sie, bevor sie fliehen kann. Also, mega krass wäre das jetzt, wenn, wenn unser guter Kerta in Wirklichkeit böse wäre. Und mit uns nur zusammenarbeitet, um die Schiffsbauerin gefangen zu nehmen. Nee. Wir hier in Niedersachsen sind hochdeutsch. Alle anderen sprechen irgendwie Dialekt. So. Ach so. Also alles mit Sachsen sollte über Hochdeutsch mal gar nicht sprechen. Selbst wenn es Niedersachsen ist, ja? Damit das schon mal klar ist. Kleiner Spaß. Okay, war ein Witz. Nee, aber ich... also ich komme nicht aus der Ecke Bayern. Nee.
Genau, also wäre lustig, wenn jetzt Kerta böse wäre und mit uns nur zusammenarbeitet, um die Schiffsbauerin in die Finger zu bekommen und die eigentlich nett wäre. So in der Richtung. Kehrt zurück, wenn ihr wieder. Ich werde diese Irden in Sicherheit bringen. Danach werde ich Kerta suchen, bevor ich wieder zu euch komme. Okay, und ich gehe den Hügel rauf und suche die Schiffsbauerin. Alles klar. Machen wir so. Oha. Kerta, Schiffsbauerin Isabella. Es scheint, als würden wir mehr ungeladene Gäste bekommen. Ihr wart mir echt ein Dorn im Auge, aber ihr habt das Unausweichliche nur aufgeschoben. Der Orden der Nacht wird unsere Luftschiffe bekommen. Mit ihnen werden wir den Willen der Vorbote durchführen. Zum Glück werdet ihr nicht erleben, wie wir Renilash herbeiführen. Kümmert euch um diesen Abfall. Ey! Ich muss, wenn schon, in die Biotonne, ja? Kerta! Ich fühle mich nicht gut. Du warst auch gerade in einem Spinnennetz drin, Mann. Amoria? Kerta? Kerta, seid ihr voll einsatzfähig? Live, was ist passiert? Ich war einer Gruppe Kultisten gefolgt. Ihr wurdet gefangen genommen und fast hingerichtet. Ihr hattet extrem Glück, dass Amoria noch rechtzeitig ankam. Kommt, verlassen wir diesen Ort, bevor noch mehr Feinde kommen. Eieiei, okay. Das ist jetzt so eine Instant-Einspinnfalle hier. Auch schönes Lager. Okay. Okay. Ihr wurdet während eurer Gefangenschaft schlimm zugerichtet. Meine Kleidung hat auch was abbekommen. Der Orden mag die Lampenanzünder überhaupt nicht. Nee, das ist klar. Wie lautet euer Befehl? Kerta ist verwundet. Er kann erst wieder effizient kämpfen, wenn er geheilt ist. Glaube, Ordnung. Beide dürfen wir nicht vergessen. Ich habe beobachtet, wie die Schiffsbauerin die Höhle verließ und zum Strand hinunterging. Sie wurde von einem stattlichen Neruba begleitet. Die Schiffsbauerin ist der führende Kopf hinter dieser ganzen Operation. Sie weiß genau, wie man das Holz zuschneiden muss und welches Holz man für ihre Luftschiffe braucht. Die Neruba wissen, wie wichtig sie ist und haben ihr vermutlich einen ihrer besten Krieger als Leibwache zur Seite gestellt. Wenn wir die Schiffsbauerin ausschalten, können wir ihre sorgfältig ausgearbeiteten Pläne zunichte machen. Isabella beliefert den Orden der Nacht mit Holz, aus dem sie ihre eigenen Luftschiffe bauen wollen. Klar, mache ich. Mögen euch die Titanen den Weg weisen. Der Orden transportiert das Holz über die Neruba. Leif sagte, er habe gesehen, wie die Schiffsbauerin die Höhle verließ und zum Strand hinunterging. Der nerubische Tunnel muss dort unten sein. Ihr müsst den flammenverlassenen Durchgang versiegeln. Während ich mit Jord herumschlich, bemerkte ich, dass der Orden explosive Fässer mitgebracht hat. Findet ein paar und sprengt damit diesen Tunnel. Macht euch auf den Weg. Ich folge euch auf den Fersen. Okay. Also geht. Leif, könntet ihr mir den Hügel runterhelfen? Meine Rippen bringen mich gerade um. Natürlich, Kerta. Wir gehen ganz langsam und bedächtig runter. Wir sind in Ungnade gefallen. Okay. Und wir gehen mal kurz hier die Schiffsbauerin verprügeln. Gepanzerte Tunnelgräber.
Ganz schön stark. Ganz schön Schaden. Eieiei. Ciao. Sprengfass. Eins. Oh, das ist hier schon. Ich habe euch unterschätzt. Das wird mir nicht nochmal passieren. Ja, weil ihr jetzt sterbt. Nein, sie brauchen mich. Muss Schiffsbauerin beschützen. Okay, das war einfach. Oh, Junge. Das ist zu weit entfernt. Junge. Wer vermint diese ganzen Adern? Ich bin außer Reichweite. Nee, ich will nur die Sprengladung aufsammeln, bitte. Das ist zu weit entfernt. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Was ist das hier? Ach, das ist der Tunnel, okay. Wurm. Okay. Da kommt garantiert nie mehr jemand durch. Gut. Das ist ja so faszinierend. Das sind nur die Grundlagen meines Glaubens. Ich bin kein Priester, verstanden? Alles klar. Habt ihr eine Frage? Jetzt, wo die Anführer der Neruba vernichtet wurde, wird unter ihnen verbleibende Truppen das Chaos herrschen. Ohne das Wissen und die Befehle der Schiffsbauerin ist ihre gesamte militärische Operation kopflos. Hoffen wir, dass dies auch einen Keil zwischen diesen hoffentlich ehemaligen Freunden treibt. Mögen weder Krähe noch Widder euch weit wegbringen. Feine Sache, das sollte ihre Pläne vereiteln. Ohne diesen Tunnel können sie das Holz nicht mehr nach Heilsturz schaffen. Damit ist das Sägewerk für sie nutzlos. Puh. Orden aufgehalten, Irdene gerettet, Neruba getötet. Klingt für mich nach guter Arbeit. Ich weiß jetzt, wie es euch geht, aber ich könnte jetzt etwas Urlaub vertragen. Gehorcht den Vorgaben Mereldas. Oh mein Gott. Live, meintet ihr nicht, hier oben gibt es heiße Quellen? Absolut, ich kann euch meine Stadt zeigen und ihr könnt bei mir zu Hause wohnen. Und vielleicht könnt ihr mir sagen, was man tun muss, um Lampenanzünder zu werden. Ich möchte auch losziehen und den Leuten helfen. Gut, ich werde darüber sprechen. Ich kenne mindestens einen Lampenanzünder, der einen Partner gebrauchen könnte. Er meint sich selber. Er meint sich selber. Das war die letzte Nebenaufgabenreihe hier. Hier, Bruderschaft im Skullskullwald, denke ich mal, oder? Schön. Problem erkannt, Problem gebannt. Schöne Aufgabenreihe, hat mir sehr gut gefallen mal wieder. Wie alle bis jetzt. Und wir gehen mal zurück nach Dornogal und würden dann natürlich als nächstes die Archive machen und dafür Brynth in, der Kammer der Erinnerung treffen. Das ist ja eine Kammer der Titanen, die sich unter den Archiven befindet, in denen die Erinnerungen der Irdenen gespeichert werden. Und meine Theorie, dass die Kammer der Erinnerung die Schnittstelle zwischen Irdenen-Erinnerungen und der Weltenseele ist und so werden die Erinnerungen der Irdenen auf die Weltenseele übertragen. Und die Neruba wollen das ja verhindern, die wollen ja die Erinnerungen der Weltenseele löschen. Damit sie wahrscheinlich nicht wie ein Titan denkt. Sowas in der Richtung. Okay, was wir jetzt nochmal schnell machen können, das fällt mir gerade noch ein. Hier oben war das, ne? Vielleicht finden wir die beiden. Live und den Lampenanzünder.
Gut. Wäre jetzt die Frage, wo die wohnen, ne? Also, wo Life wohnt. Life is Life. Okay, wir gehen zur Kammer der Erinnerung. Zack. Na, das Herz von Azeroth. Interessant, interessant. Das wär's. Die Batterie ist drin. Wir haben Strom. Mal sehen, was das Ding so weiß. Ach, in den Nether mit dem Zeug. What? Was ist das Problem, Dakran? Diese Scheiben haben Risse oder sind zerbrochen. Wir brauchen mehr Scheibenfragmente, um etwas Nützliches aus dieser Maschine zu holen. Und da kommt unsere Hilfe ins Spiel. Mhm. Titanscheibenfragment. Obwohl das Fragment einige Abnutzungserscheinungen aufweist, scheint der Zustand gut genug zu sein, damit Dageran es mit den Archiven verwenden kann. Okay. Haltet die Augen offen. Wenn wir die Kammer der Erinnerung reparieren und auf die darin verwahrten Informationen zugreifen wollen, brauchen wir mehr Titanscheibenfragmente. Zum Glück waren diese Scheiben in Khazad-Dûm einst sehr verbreitet. Ich vermute, dass ihr sie während eurer Erkundungszüge und Abenteuer ganz nebenbei finden werdet. Verstanden. Ich werde alle Titanscheibenfragmente, die ich finde, zu Dagran bringen. Aufgabe wird fortgesetzt. Sagt, was ihr denkt. Vorwärts ins Abenteuer. Okay, 0 von 100. Cool. Danke. Okay. Dann machen wir jetzt die nächste Aufgabe. Und dafür geht's nach Heilsturz, wie es aussieht. Wir können auch nochmal in den schallenden Tiefen gucken, ob vielleicht die Irdinnen da unten oder vielleicht die Kobolde eine Aufgabe für uns haben. Das weiß ich jetzt nicht. Aber die Hauptaufgabe hier bei Aleria machen wir dann nach den Nebenaufgaben. Gundagas. Das ist kein Plunder. Das ist Schatz. Yay. Ihr braucht? Ich hab. Wo müsste ich eigentlich kaufen, ne? Ich will's unbedingt haben. Bringt mir Glitzerzeug mit. Aber ich kann auch hier nur was abgeben, ne? Ja, müssen wir hier auch gleich nochmal ein paar Weltquests machen. Bringt das denn eigentlich Ruf? Nö. Was ist das? Oh. Wichtige Aufgabe für euch. Sachen holen ganz wachsig. Schnell herbringen, ja? Viel zu handeln für gute Freunde. Schnüffelt los. Sammelt 10 jeltsame Wachsklumpen. Bringt mir Glitzerzeug. Steinkopf haben Klapperkiste ganz kaputt und alle brauchen Reparaturen, ja? Ihr basteln, helfen dabei Maschine reparieren. Okay. Die 20 Wellen Erweckung der Maschine Events ab. Aha. Aber einfach nur in den Tiefen, ja? Und was ist das hier? Machen wir es richtig. Sprecher Kuldas zu euren Diensten. Die Maschinen sprechen zu uns allen. Ich habe...
Ich aber bringe sie zum Singen. Wenn etwas kaputt geht, wird es Kuldas reparieren. Kein Gerät ist zu groß und kein Zahnrad zu klein, als dass ich es nicht wieder zum Laufen bringen könnte. Es ist ein Jammer, dass es mich nur einmal gibt. Nichtsdestotrotz bin ich gerade ziemlich beschäftigt. Ja, lass uns mit der Reparatur beginnen. Verteilt Sprecher Kuldas, während er Wartungsarbeiten an der Erweckungsmaschine durchführt. Höhere Wellen gewähren größere Belohnungen. Jede fünfte Welle wertet die erweckte Truhe auf. Okay. Probieren wir mal. Let's go. Zeit, alles hinzubiegen. Na, die Hallen des Erwachens. Nachdem sie die letzte Äonen lang geschlummert haben, kommen sie nicht so richtig in Gang. Stimmen wir also jetzt ein, ja? Diese uralten Maschinen haben ihren ganz eigenen Willen und reagieren auf unsere Rituale nicht unbedingt so, wie es einem angenehm wäre. Vielleicht geht es hier bald heiß her. Was machen wir hier? Eine gerechtfertigte Frage, Blutelfe. Ich bin ein Erweckter. Es ist meine Pflicht, an diesen alten Ort zu gehen und an frisch Erweckte, um sicherzustellen, dass alles in Ordnung ist. Die schallenden Tiefen sind so was wie ein schlummernder Riese und ich sorge dafür, dass man sich um sie kümmert. Beschützt mich, während ich mich auf das Ritual konzentriere und absorbiert möglichst viel von der kommenden Energie der Maschine. Wenn wir uns nur stark genug aufladen, können wir die Sache vielleicht bis zum Ende durchziehen. Passt auf euch auf da draußen. Okay. Haltet mir den Rücken frei, während ich mit der Maschine Zwiesprache halte. Ich muss näher ran. Ich habe kein Ziel. Das ist zu weit entfernt. Einmal schneiden. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Also auch wieder coole Events, dass man sowas machen kann. Schöner Solo-Inhalt auf jeden Fall. Sagt Bescheid, wenn ihr bereit seid, fortzufahren. Zweimal messen. Haltet mir klar, weiter. Frei, während ich mit der Maschine Zwiesprache halte. Coole Armschienen. Das ist zu weit entfernt. Ich muss näher ran. Ich habe kein Ziel. Ich habe dir Werkzeug dabei. Ein Ziel.
alles hinzubiegen. Also wir können natürlich jetzt clever gleich auf die Abklingzeiten warten, ne? Also jetzt. Yay! Da hab ich mich so gestresst, ne? Okay. Machen wir es. Haltet mir den Rücken frei, während ich mit der Maschine Zwiesprache halte. Okay, wir können den sogar einmal instant heilen. Was war das für ein Medbot gerade? Der hat den geheilt. Ich brauche ein Ziel. Okay, sehr schön. Endlich habt ihr Werkzeug dabei. Null Watt. Ich habe kein Ziel. Okay, wir werfen die Heilung dann zu. So, 15 schon? Ah, läuft doch gut, oder? Ich muss zuerst etwas anvisieren. Okay, das war ja gar kein Problem. Die letzten 5 Runden. Oder Wellen. Hoffentlich habt ihr Werkzeug dabei. Go. Haltet mir den Rücken frei, während ich mit der Maschine Zwiesprache halte. Ist ein cooles Event. Ich find's cool gemacht. Ob das jetzt so auf lange Zeit motivierend ist. Ich hoffe, es ändert vielleicht die Räume oder so. Oder macht's halt nur einmal, ne? Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Nice.
Okay, das habe ich nicht verstanden. Der hat den quasi geschützt hier. Ich muss näher ran. Okay, aber die Madbots verlieren so viel Heilung, dass eigentlich der gute Kuldas gar nicht sterben kann, ne? Letzte Welle. Ich brauche ein Ziel. Ich kann das nicht angreifen. Nice. Das war solide, oder? Ich bin zufrieden. Laden. Oh mein Gott. Machen wir es richtig. Aha. Aha. Mhm. Okay, das lohnt sich ja total. Das ist trotzdem noch so lange. 14. Ja, da sieht man jetzt, weil ich die Dailies halt so spät und diese ganzen Events so spät freigeschaltet habe. Das ist kein Plunder. Das ist ein Schatz. Kannst du auch sein, also zufrieden, bin bei Welle 11 oder so Game Over gewesen. Trotz Wächterdroide? Echt? Ich fand das jetzt sehr angenehm tatsächlich. Ah, repariert glänzend und glatt. Neben glitzendes Stück gute Arbeit getan. Jetzt lasst uns Waren tauschen, ja? Ich bin mehr Zeug für euch. Yay, yeah. Na gut, das ist ein bisschen enttäuschend. Okay, jetzt müssen wir noch einmal, was ist das jetzt? Okay, das haben wir ja. Erweckung der Maschine haben wir. Wir müssen jetzt noch eine Tiefe machen. Die ergiebige hier würde ich gerne machen. Welche ist denn das? Hier. Und da bekomme ich dann auch die seltsamen Wachsklumpen oder was? In tiefsten Tiefen. Oder wo bekomme ich die? Oder sind die in diesen Wachsklumpen drin? Ihr müsst euch ihnen entgegenstellen. Dieser Ort muss geschützt werden. Von den lila Erdhaufen zum Beispiel. Ah. Danke. Okay. Danke für den Tipp. Ja, irgendwie habe ich nie wirklich Aggro gehabt, trotz Mondfeuer auf die Gegner. Die sind immer zu dem Zwerg gerannt. Ja, das ist natürlich blöd. Das hat bei mir recht gut geklappt gerade. Muss ich jetzt erstmal hier die Klumpen finden, ne? Weil das bringt nochmal ordentlich Ruf bei denen hier. Zack. Ja, Paladin haut halt schon rein. Ich muss es immer wieder sagen. Ich bin außer Reichweite. Ich muss zuerst etwas anziehen. Ah ja. Ah, Titanscheibenfragment. 1 von 10. Okay, das kriegen wir hin.
Hier ist der Soundtrack auch wieder super, ne? 2 von 10. Ja, ich werde erst hier auf den Ruf spielen, weil ich gerne die Schulterplatten mit den Kerzen hätte. Drei von zehn. Ist Zeit. Nehmt Kerze. Flackerflammenkerze. Sollen wir hier mal eben die Weltquest machen, weil wir hier sind? Ich kann dieses Ziel nicht angreifen. 12 Stück. Ich kann das nicht angreifen. Ja, komm, machen wir die Weltquest. Das ist zu weit entfernt. Und eine neue Vorlage. Sehr schön. Also ich glaube, Blowy, ich will ja keine Wunden aufreißen, ne? Okay? Ich bin ja immer fair und nett und ich bin eine Person des Vertrauens, so wie ein Vertrauensschüler. In der Schule, so in der Richtung. aber wenn ich jetzt hier sitzen würde und mein Computer wäre kaputt, ich wäre schon echt frustriert. Ich will ja keine Wunden aufreißen. Aber ich weiß noch, als ich das hatte, dass mein Netzteil kaputt war. Da habe ich mir von dem Rechner von jemand anderem das Netzteil ausgeliehen, weil ich aus meinem Gaming-PC... Also in meinem Streaming-PC war das Netzteil kaputt, der ging nicht mehr an. Und in meinem Gaming-PC kann ich das Netzteil nicht ausbauen. Da hängen so viele Kabel dran, das ist Wahnsinn, was da alles verkabelt ist. Deswegen habe ich mir dann von jemand anderem das Netzteil ausgeliehen. Es war, glaube ich, eine 2-Tages-Aktion, eine Eintagesaktion. Am nächsten Tag war da schon neues Netzteil drin. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Gut, aber ich streame auch jeden... Oder ich habe damals jeden Tag aufgenommen, jetzt streame ich ja fast jeden Tag. Aber jetzt hier zu sitzen und der Computer wird nicht funktionieren, das wäre schon echt hart. Vertrauensschüler? Bei uns gab es nur Vertrauenslehrer. Wie hießen die nochmal? Nicht so stark ohne Kerze, oder? Ach, Krabblerin. Die hießen nicht Vertrauensschüler, sondern... Nee, also es gab Klassensprecher, Schulsprecher. Wie hießen die denn nochmal, diese zwei? Ich glaube, wir hatten 2 Stück in der Schule. In der Mittelstufe. Vertrauenslehrer hatten wir auch. Achso, ich will ja die lila Klumpen sammeln, ne? Soll ich nicht zu hoch fliegen? Naja, ich mache gerade mediales. Ich mache gerade mediales Detoxing. Es ist 23.54 Uhr. Schulsprecher oder sowas. Ja, ich meine, wir hatten so zwei Vertrauen... Also wir hatten so 2 Leute, die... Wie Vertrauensschüler halt. So 2, die dann auch, wenn jemand zum sozialen Dienst musste, die dann da mehr oder weniger das geklärt haben, so auf Schülerebene. Detoxic. Was ist Detoxic? Klär mich mal auf, bitte. Ich hab's gegoogelt und glaub nicht, dass du das meinst, was da gerade stand. Und es ist 23.55 Uhr, 54, jetzt 55. In WoW noch nicht, aber auf meinem Rechner schon. Kommst du mit so Fremdwörtern an, ey? Wir haben Weltquest, Würmer töten. Haben wir irgendwo viele? Ich weiß nicht, also... Vereinzelt. Oh, viele auf einmal. Klassensprecher, Schulsprecher. Wie hießen die nochmal? Ich brauche ein Ziel.
Alle paar Tage mal völlig weg vom PC. Dieser ganz moderne, stressige Internetalltag am PC und so, nee, macht uns doch irgendwie kaputt. Und auch so innerlich und so, weißt du, einfach mal ohne Technik sein. Verstehe ich. Verstehe ich. Das hab ich nicht mit ganzen Tagen. Ich gehe sehr oft raus tatsächlich. Ich muss jeden Tag meine 2-3 Stunden rausgehen. Ich merke manchmal richtig, wie ich einen dicken Kopf kriege, wenn ich zu viel am PC mache oder zu viel in der Wohnung bin oder in einem Haus bin. Merke ich richtig, wie ich raus muss. Ja, ich meine Mediatoren. Genau, von der Funktion her Mediatoren. Aber die hatten irgendeinen komischen Namen bei uns. Ich weiß es aber nicht mehr. Verdammt, ich will zocken. Warte mal. Guck mal, was du hier geschrieben hast. Guck mal hier. Siehst du das hier? Und jetzt guck mal da. Was ist zwischen diesen beiden Nachrichten passiert? Was ist da passiert? Unreal Tournament? Das habe ich mir damals geholt, weil mein Bruder da total drauf abgefahren ist. Das weiß ich noch. Ich bin eher so Halo aufgewachsen, tatsächlich. Das erste war ironisch gemeint. Ich habe kein Ziel. Weiß ich nicht, dafür bist du mir zu entspannt mit deinem nicht funktionierenden Computer. Seit Tagen. Ist ja schon fast wie eine Ausrede hier. Als würdest du gar nicht spielen wollen. Weiß ich nicht, ob ich dir das glaube. Kennst du das Video nicht von... Nee, das sagt mir gar nichts tatsächlich. Noch ein Wurm bitte. Ein Würmele. Also Unreal Tournament war auch nicht so meins. Also da bin ich... Ich habe kein Ziel. Der Soundtrack ist schön. Also ich kannte das nur von meinem Bruder, hab's mir mal gekauft, aber irgendwie hatte der nie... Der wollte nie mit mir spielen so richtig. Ich habe mir immer Spiele gekauft, um die mit ihm zu spielen, aber dann hat er nie mit mir gespielt, wenn ich so drüber nachdenke. Aber also Unreal Tournament hat mich nie, war ich nie drin sozusagen. Was wollte ich eigentlich machen? Hier Moosklumpen sammeln. Wärmemadroide, ne? Hey, was bist du denn? Wie siehst du denn aus, Mann? Du hast ein bisschen zu viel Leere abbekommen, glaube ich. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ach so, ich muss noch schnell jemanden mit Prime subscriben, glaube ich, oder? Streamt nicht mehr, scheiße, dann morgen. Dann morgen. Mein Prime Sub ist nämlich wieder verfügbar. Vier von zehn. Von 10. Ich werde dann morgen aber auch ohne euch, also morgen Abend werde ich ohne euch Weltquests machen, ne? Ich muss zuerst etwas anvisieren. 6 von 10. Sieben. Das ist ein schöner Soundtrack.
Oh, ist ganz schön stark. Ich habe kein Ziel. Komm bitte kein Gegner. Eine Spinne auch noch. Na super. Acht von zehn. Junge, 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 was ist hier los? Okay, schöne Verteidigungsanlage. 9 von 10. Und 10 von 10. Und 12 von 100. Naja, immerhin. Okay. Nächste Aufgabe gelöst. Dann haben wir das hier noch, ne? Geht zur Witwe Arachnai. Und da haben wir auch ganz viele Quests. Und da haben wir auch noch eine Weekly. Oh je, die müssen wir noch machen auf jeden Fall. Ja, ja, also wir haben schon viele, viele jetzt Sachen, die wir so machen müssen, ne? Schon jede Woche dann so eine Hausnummer an Aufgaben. Aber das machen wir dann immer schön mittwochs im Livestream. Nicht fragen, woher? Ja, so schnell zurück. Zeig mir wachsige Schätzchen. Bringt mir Glitzerzeug mit. Schön. Ihr braucht... Ich hab... Kupferchen der Kobold. Rares droppen 10. Nur ein kleiner Tipp. Oh Mann, okay. Yeah! Ich finde mehr Zeug für euch! Ja, fangen wir hiermit mal an, das Haustier zu holen. Why not? Kein Beschreibungstext? Hä? Yeah. Kann ich den noch zurückgeben? Der kann nicht kämpfen und nix? Naja, der Gildenpage kann auch nicht kämpfen. Gut, okay, damit haben wir die Aufgabe auch geschafft. Das heißt, wir töten ein paar Rares für die 100 Fragmente. So, hier ist eine Quest. Ja, was kriege ich von dir? Nicht fragen, woher. 15 Wappen. Ich finde mehr Zeug für euch. Und eine Kerze. Glitzerzeug mit. Ups. What am I doing here? 9. Da gibt's auch ein Spielzeug. Dann hat das Pet, das hinter dir herläuft, eine Kerze auf dem Kopf. Kupferchen bekommt eine Kerze. Dafür sammle ich diese ganzen Klumpen. Ernsthaft? Nicht fragen, woher. Bringt mehr Glitzerzeug mit.
setzt einem Haustier eine Kerze auf den Kopf. Die Kerze gibt etwas Wärme ab, die vorübergehend zur Zubereitung von Mahlzeiten genutzt werden kann. Du Kerze geben. Danke für diesen Hinweis. Also werden wir das als nächstes holen. Damit wir einen Kochtopf-Kobold haben. So, okay. Dann, was haben wir hier noch? Trübe Edelsteine gesammelt. Ja, wir machen jetzt lieber erstmal hier die Quest. Hier eigentlich. Helft den Arati von Heilsturz, einen Teil ihrer Lande zurückzugewinnen. Sie haben es immer noch nicht verstanden. Diese Ressourcen gehören den Irdenen. Verteidigt uns. So, aber hier haben wir irgendwie noch ganz viel hier oben. Das sieht ganz furchtbar aus. Ja, ist schon wunderschön, ne? Jetzt wird's lustig. Ich bin jetzt schon überfordert bei den ganzen Ausrufezeichen. Die Lampenanzünder sind rar gesät. Damit die Arati überleben, müssen wir Lande im Schatten von Belidas Licht besiedeln. Was? Die Finsternis birgt Gefahren, die nicht einmal die Schlüsselflammen bannen können. Helft uns, Fremdling. Seid ihr unser Leuchtfeuer in der Dunkelheit. Oh mein Gott, kriege ich Schaden. Die Ernter bearbeiten das Land mit der Kraft von 10 Arati. Aber der Schatten korrumpiert selbst unsere Maschinen. Sucht in der Umgebung nach wiederverwertbaren Teilen. Damit können wir einen Garten unter Azeroth anlegen. Strahlendes Überbleibsel. Aha. Okay, was ist hier los? Kleine Schlüsselflamme aktiviert. Wöchentliche Truhe mit Materialien zur Aufwertung und Ausrüstung. Ersten beiden welchen bla bla bla. Okay, was ist das hier? Hälfte Narati, okay. Was? Habe ich 20? Junge. Steuer 10 Strahlen Überreste bei einer beliebigen Schlüsselform bei. Hast du noch 10 zu ver... Ach, guck mal hier. Max. Madness will consume you. Okay. Was ist denn das hier? Er hat... 16? 17? Oh mein Gott. Was heißt das jetzt? Und was ist hier alles? Möge Beleda auf der hellen Seite bleiben. Die über das Land verteilten Schüsselflammen, Kohlepfannen halten die Dunkelheit fern und schützen unser Volk. Viele sind erloschen. 5 Überrestvorrate gesammelt und verwendet, um die Schlüsselflammen zu stärken. Okay. Paladin, einige der Schattenblattpflanzen sind irgendwie falscher als der Rest. Ich weiß nicht, ob ich das besser beschreiben soll. Mein idiotischer Bruder, Tomothy, sollte mir bei ihrer Beseitigung helfen, aber er ist nirgendwo zu finden und ich kann nicht mehr warten. Natürlich sollen sich die Dinger nicht vermehren, deswegen sollt ihr so viele wie möglich von ihnen jäten. Verzweifelt nicht. Okay. Die Schatten spüren das. Ich bin außer Reichweite. Muss ich unten das Ding jetzt beschützen, oder? Jeder Gegner droppt die Teile auch. Ah ja, okay. Muss man die Flamme jetzt beschützen da unten, oder was ist hier das eigentliche Ziel?
einfach irgendwie falsch. Ups. Ich habe kein Ziel. 3. Und 5. Da ist ja auch noch ein. Die sind ja überall, diese Flammen, ne? Diese Kohlepfannen. Ich muss näher ran. Geht das so Tutorial-mäßig, ja? Okay, das war, glaube ich, jetzt so die Tutorial-Flamme. Also nur als grobe Richtung. An den Häusern stehen kleine Flammenpfannen. Die brauchen jeweils 3 von diesen Teilen, damit sie angehen. Und dann kommt immer ein NPC mit einer blauen Quest. Ah, okay, okay. Wir sind alle gemeinsam. Dann ist das ja so die Einleitung, ja? Die Wärme der Flamme schürt unsere Hoffnung darauf, diese Lande zurückerobern zu können. Bitte nehmt ein paar dieser überzähligen Überbleibsel und helft, andere Schlüsselflammen der Nähe zum Leuchten zu bringen. Habt ihr die Pflanzen gejätet? Nur durch das Wiederentzünden der Schlüsselflammen können wir diese Landen wieder Hoffnung schenken. Mhm. Gute Arbeit beim Jäten dieser Pflanzen. Wenn doch nur mein nichtsnutziger Bruder zur Arbeit erscheinen würde. Wenn die Schatten euch finden, gebt Bescheid. Thomasys Lux Miral lässt mich nicht in Ruhe. Keine Ahnung, was das Vieh will, aber normalerweise weicht es meinem Bruder nicht von der Seite. Sie ist eine hervorragende Hofkatze, aber mehr auch nicht. Vielleicht ist ihr bei Tonnefee ja langweilig geworden. Keine Ahnung. Könnte sein, dass Tonnefee sich irgendwelche Probleme eingehandelt hat. Würdet ihr für mich herausfinden, was das Tier will? Ja klar. Verzweifelt nicht. Die Schatten spüren das. Diese allgegenwärtige Dunkelheit wirft immer noch ihre Schatten auf unser Land und beeinträchtigt unsere Ernte. Sucht Kairi Flammenzunge auf und seht zu, dass ihr gemeinsam mit ihr Ordnung schafft. Okay. Möge Beleda euch leuchten. Und wo ist jetzt sein Tier? Aber wie bekomme ich denn diese wöchentliche Belohnungskiste? Ashkahet führt Krieg gegen uns auf dem Schlachtfeld und auf den Äckern. Ihre Saboteure vergiften unsere Felder. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Mhm. Ich kann dieses Ziel nicht angreifen. Ich glaube, dafür sollst du 4 von den kleinen Pfannen anmachen. Okay. Also wird das hier quasi die Weekly Verbreitung. Okay. Mhm. Machen wir erstmal hier die Weltquest fertig. Das ist zu weit entfernt. Ich muss zuerst etwas. 5. Hey. Ich brauche ein Ziel. Ich muss näher ran. Das lädt immer noch auf. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Und Nummer 8. Hey, ein Rare mal eben. Wo kommt der denn her? Wähle das Licht, verdichtet sich zu strahlenden Überbleibseln. Eingesammelt wird es zu Hoffnung für die Arati. Hey, man kann hier voll sammeln hier. Oh mein Gott.
Das war viele. Gib sie mir alle. What the hell? Ist das normal? Okay. Vier von den kleinen anmachen. Um die Schlüsselflamme zu erhalten, brauchen wir eine Reserve strahlender Überreste. Die hier. Eins, zwei, drei. Eins von vier, Tatsache. Ah, und hier ist die Quest, okay. Ihr tragt die Fackel, ihr erleuchtet die Stadt. Das Dunkel breitet sich aus und viele unserer Rekruten sind geflohen, weswegen wir hier heute unterbesetzt sind. Eure Hilfe wäre mir willkommen. Wenn sich der Stern verschiebt, sucht Schutz. In der nahegelegenen Mykomantenhöhle breiten sich immer noch unkontrollierte Pilzwüchse aus. Die jüngsten Wellen haben alle Rekruten in Angst und Schrecken versetzt. Ich brauche dringend eure Fähigkeiten, um den lästigen Pilzbewuchs zu beseitigen. Nimm meine Patrouillenfackel und lösch damit Düstersproß und die umliegenden Auswüchse aus. Die Fackel sollte mit dem kleineren Zeug fertig werden, aber Düstersproß erfordert ein direktes Vorgehen. Unkontrolliert hat dieser Pilz begonnen, sich mit besorgniserregender Geschwindigkeit auszubreiten. Für das Reich. Mhm. Okay, finde ich irgendwie cool. Der Kaiser belohnt die Getreuen. Wir sind alle Untertanen. Es gibt immer was zu tun. Nee, die will ich gerne behalten. Die Dunkelheit vertreiben. Jene, die fielen. Seit dem Tag der Schatten waren diese Ländereien ein gefährlicher Ort. Die Kobis sind ermutigt, die Neruba tasten sich in unserem Land vor und Kreaturen des reinen Schattens fangen an, sich zu manifestieren. Die Erinnerung an die Gefallenen ist in unseren Alltag eingebrannt. Wir müssen ihre Überreste finden, um Frieden zu erlangen. Sucht die Zünderkästen dieser vermissten Expeditionsmitglieder. Schädelbruch. Eine erstarrte Masse aus Knochen und Schleim, belebt durch unbekannte Nekromantie. Gehorcht den Vorgaben Mereldas. Okay, die Expeditionstruppen treffen auf starke Widersacher. Kreaturen aller Art werden von unseren Schlüsselflammen wie Motten angezogen. Bitte helft uns, zwei der furchterregendsten Bewohner zu bezwingen, die unsere Schlüsselflammen bedrohen. Gemeinsam können wir die Dunkelheit zurückdrängen. Also geht. Okay. Gehorcht den Vorgaben Mereldas. Jesus, ist das hier viel, was wir machen müssen, können, sollen, dürfen. Die Peitschenpilze würgen das Leben der Pflanzen und der Landarbeiter ab. Schmarotzer in jeder Hinsicht. Schnapp sie dir alle, oh falsches Spiel. Ich finde, das passt ganz gut. Ach, cool, eine Quest. Seht euch um. So hier in diesem Ort werde ich ein neues Niveau des Kochens erreichen. Mit eurer Hilfe. Ich werde die Kluft zwischen Licht und Schatten überbrücken und neue Gerichte mit einzigartigem Geschmack kreieren. Erzählt anderen von meinem Angebot. Ich wollte einen Nachtisch kreieren, der das Gewöhnliche übertrifft. Einem, dem selbst die teuersten Anhänger des Lichts erliegen sollen. Um die Aromen des Desserts zwischen Licht und Schatten auszubalancieren, benötige ich einzigartige Zutaten. Die mir nur in der Dunkelheit findet. Bitte helft mir dabei und sammelt die folgenden Zutaten. Froschgeküssten Kaviar, Finsterwurzel, Persimone und Astralzucker. Junge. Viel Freude damit. Für den Moment. Junge, 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 du, es ist aber alles. Es ist ja alles. Was? In all der Not. Ich suche Idona Seerstein, glaube ich. Idona, sie war eine gute Person. Sie fiel im Kampf gegen die großen Peitscher hier. Ich konnte sie nicht retten und die Pilze verzehrten ihre Leiche. Vielleicht könnt ihr einige Überreste auf diesen Feldern finden. What? Wir sind alle gemeinsam hier. Was muss ich hiermit machen? Wahrscheinlich die Sense nehmen, ne, die da vorne liegt. Oh Gott, das ist aber wild hier, ne? Also es ist sehr, sehr viel und... Wusch. Wusch. Nicht?
Wie bekomme ich denn hier die... Junge, guck dir mal meine Quests an. Das könnt ihr nicht ernst meinen. Okay, der Zunderkasten. Das haben wir schon mal. Das ist ja immerhin ein kleiner Erfolg. Ich weiß nicht, ob ich noch so ein Ding anzünden will. Die Flamme ist zurück. Mama und Papa kommen bald zurück, aber bis dahin habe ich hier das Sagen. Ich brauche Hilfe. Die riesigen schattengesäuerten Kürbisse breiten sich schnell aus. Sie stinken und wimmeln von widerlichen Milben. Mama und Papa haben ein paar Luftschiffe mitgebracht, die uns helfen sollen, sie abzureißen. Aber bei dem ganzen Ungeziefer ist das ziemlich riskant. Könntet ihr Seile an den Kürbissen befestigen, damit die Luftschiffe sie sauber rausziehen können? Ich will zusehen. Ja, okay. Das ist wirklich ein sehr gruseliger Kürbis. Also es ist sehr viel. Ich bin schockiert. Ich bin außer Reichweite. Wie wild viel das jetzt auf einmal ist, was wir alles machen müssen. Mit Elmo. Wir schaffen das schon irgendwie hier. Alles rauszuziehen und so. Ich habe kein Ziel. Kannst du aber gut Ruf haben. Einmal pro Woche mit den ganzen Quests. Und bei Stufe 23 gibt es dann zum Beispiel das Item, das die Dropchance auf Bele steigert. Vorher kann man bei der Heilsturzfraktion aber auch einen Mount kaufen. Ja, ist schon krass, aber ist trotzdem sehr überladen. Sehr... Ich mag das nicht, wenn man hier rechts auf einen Schlag so Millionen Quests bekommt. Aber klar, für Ruffarmen und es ist ja auch cool, dass man was zu tun hat. Ich meine, besser als Leerlaufzeit. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich habe kein Ziel. Hier haben wir nochmal ein bisschen... So ging es mir im Startgebiet von Dragonflight. Dann spiel mal Burning Crusade nochmal heute. Mit dem heutigen Wissen oder mit der heutigen Erwartungshaltung Burning Crusade spielen, dass du im ersten Lager direkt 30 Quests auf einmal. Kommt mal her, ich muss ein paar Pilze töten. Ist Dragonflight noch harmlos? Ich muss zuerst etwas anvisieren. Okay, wir haben unsere erste Quest geschafft. Ihr habt es geschafft. Ich habe Geschichten gehört, dass einer der Kürbisse so schwer gewesen sein soll, dass das Luftschiff abgestürzt ist. Zum Glück ist das nicht passiert. Okay. Cool. Gern geschehen. Und so. Für was müssen wir eigentlich die ganzen Kürbisse, Pilze töten? Ist das eine Weltquest oder? Tatsache, okay. Cool.
Gibt was Schlimmeres als das Entrinnen? Ich glaube nicht, ne? Jo, hatte irgendwie zudem noch bei Dragonflight einen recht vollen Server erwischt. Da war dann alles plötzlich unübersichtlich. Ja, das glaube ich. Ah, Dragonflight ist auch, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, mit Fyrak, und das ist sehr schade, dass es diese Struktur nicht mehr hat, dass man da durch die verschiedenen Questphasen durchgeht. Durch die verschiedenen Patchphasen. Junge, ist das nervig. Warum? Dich töte ich, egal wo du hingehst. Du bist mein Letzter. Peitschenpilze sind vertrieben. Unsere Höfe können sich erholen. Euer Mut schenkt diesem überschatteten Land Hoffnung. Ich komme hier nie weg. Oder? Okay. So, was haben wir noch? Kleine Schlüsselflamme, seltene Kreaturen töten. Die Ernter bearbeiten das Land mit der Kraft von 10 Arati. Hier. Aber der Schatten korrumpiert selbst unsere letzte Flamme. Ach, damals, als ich noch zocken konnte. Ja, es kommt mir auch wie eine Ewigkeit hervor, dass du irgendwann mal gesagt hast, mein PC geht nicht mehr an. Muss Jahre her sein. Jetzt können wir aufräumen. Yay! Sammelt Überreste am Land oder entreißt sie den Monstern. Naja, wie viel Ruf haben wir bekommen? 1000. Ihr mögt an etwas anderes glauben, aber euer Mut strahlt so hell wie die Schlüsselflamme. Wir danken euch. Gern geschehen, Kyron. Wandelt im Licht. Auf uns. Nachtklau liebt es im Dunkeln zu jagen, aber ich bin froh, dass das Licht zurück ist. Diese Stadt wurde belagert und von Spinnen überrannt. Selbst wenn wir sie beseitigen, kommen sie immer wieder. Irgendwer steckt hinter all diesen Angriffen. Ein kleiner Felsvorsprung nordöstlich von hier. Dient als Unterschlupf für die Spinnen. Erkundet diesen Felsvorsprung. Findet heraus, was diese Spinnen dazu bringt, uns anzugreifen. Bereitet dem ein Ende. Sakredna, die Absichtlichen dieses Nerubers sind alles andere als gutartig. Möge Belida euch leuchten. Alles klar. Was? Miral folgen. Machen wir das mal zuerst. Und zwar allererst machen wir hier die Drachenrennen-Weltquest. Oh, ist das. Also, es ist. Boah, ist das viel. Junge, Junge, Junge. Aber schön, dass wir dann jetzt endgültig im Endgame angekommen sind. Wir haben zwar noch so ein bisschen Story offen. Also wenn wir jetzt Gold bekommen, ne, dann bin ich entsetzt, wie einfach die Rennen sind. Exzellente Arbeit. Ich kann sehen, dass ihr beide bald ernstzunehmende Gegner sein werdet. Okay, das ist jetzt der verschwundene Bruder und hier sein Lux. Ah ja, ja, ja. Einfach Bereldas Brut hier. No! Tomefies Hacke! Miral, ich folge dir! Hoffentlich geht es Tomefie gut! Tomefies Beute! No! Toll! Vor allen Dingen sagt sie noch, der weicht nie von seiner Seite. Da hätte ich mir doch direkt Sorgen gemacht, wenn der auf einmal hier alleine rumläuft und will, dass man dem folgt. Ich habe kein Ziel. Tomefies Lampe. Warum rennst du denn dem Dudu hinterher? Mir fehlt einfach mein Druide so sehr und ich bereue so sehr die Entscheidung, auf die Blutelfe gewechselt zu sein. Ich muss einfach jedem Druiden hinterherlaufen.
Miral gibt ein erfreudiges Mauzen von sich und schnurrt euch an. Miral sieht euch erwartungsvoll an, blickt dann Richtung der Ruinen, schaut erneut zu euch und dann wieder zu den Ruinen. Ihr erahnt, dass ihr dorthin gehen sollt. Vielleicht hat sich Tonnefi dorthin verirrt. Rettet Tonnefi Hügelpinne vor der greifenden Dunkelheit. Rettet Tonnefi Hügelpinne vor der greifenden Dunkelheit, die greifende Dunkelheit. Wir bekommen Vanille. Okay. Hilfe! Bei den Flammen, helft mir! Was ist denn hier los? Und der Turm ist ganz schön kaputt. Ich habe ein Ziel. Die Flamme sei gesegnet, Fremdling. Kommt schon, Miral, wir müssen hier schnell weg. Okay. Boah, der ist wirklich... Oh, wie cool der aussieht. Der ist mal zerstört, ja? Und umgefallen. Cool. Okay. Hier ist noch ein Zunderkasten oder so. Wahrscheinlich, wenn hier ein Gegner wäre. Okay, also es ist ein sehr großes Chaos irgendwie. Es ist nicht negativ gemeint, sondern eher neutral. Es ist... Ah ja, hier. Schädel. Schädelbruch. Es ist neutral gemeint, aber es ist echt viel hier. Sehr viel auf einmal. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Okay, sehr schön. Den sollten wir schnell töten gehen. Wir brauchen ja noch zwei. Wer war das? Wo ist der? 6328? Hier? Nein! Scheiße. Noch eine... Oh, Leute, auch die, dass sie aber auch die Bonusquests alle auf einem Haufen sein müssen. Ne? Was ist hier mit Ekelwurzel, Leute? Den will keiner töten? Aber der hat ganz schön viele getötet hier, hä? Ah ne, es war ein anderer Spieler. Okay, ich habe nichts gesagt. Okay, jetzt haben wir die Zunderkästen auch noch. Jetzt geht's doch langsam. Quarkit? Achso. Schaffe ich nicht. Aua. Das ist zu weit entfernt. Okay, haben wir das auch erledigt. Was haben wir jetzt noch? Seltene Kreaturen. Irgendwie Froschkaviar oder so. Den Frosch in der Höhle musst du erst angreifbar machen mit einem Trick, aber das wäre schon wieder Spoiler. Die Wasserwege in Heidsturz waren schon immer gefährlich. Wilde Raubtiere aus dem Untermeer kriechen herauf und reißen die Fischer. Haltet sie fern. Das scheint ja jetzt nicht so bekannt zu sein, ne? Denn andere Spieler machen das ja auch jetzt nicht in hoher Anzahl. Oh Gott. Okay, ich muss von dem die Kochzutaten sammeln, ja? Ah, okay, aber drei auf einmal, das geht ja. Ich muss ganz viele Frösche töten, damit er angreifbar wird, richtig? Logisch. Ich kann das nicht angreifen. Ich muss näher ran. Ich bin außer Reichweite.
Das schaffe ich nicht alleine. Den schaffe ich nicht alleine. Den schaffe ich nicht alleine. Okay, es ist ein anderer Spieler hier. Ich muss leider schnell Frosch töten. Ich bin sofort wieder da. Heilen. Das ist zu weit entfernt. Nice. Hat aber nicht als seltener Gegner gezählt, ne? Schade. Nope, angeln. Das machen wir dann mal anders. Lass uns erstmal hier diese Wüste an Quests beseitigen. Ich habe kein Ziel. 30, okay, das haben wir damit offiziell auch. Was ist das hier noch? Düsterspross getötet. Klar. Ja, die Fähigkeiten sind schon echt heftig vom Düstergewächs mit Patrouillenfackel verbrannt. Okay. Also die Paladin-Fähigkeiten, ich finde die echt krass. Ich kann es nur mal wieder sagen. Ich kann das noch nicht benutzen. Hä? Ist jetzt gar nicht benutzt. Das ist noch nicht bereit. Aha. Das lädt immer noch auf. Schon wieder? Das Item ist buggy. Schon wieder? Hallo? Ihr Schein schenkt den Rat die Hoffnung. Das ist noch nicht bereit. Okay. Bedrohung bekämpft. Ja, das können wir mal eben voll machen, oder? Den hätte ich gar nicht angreifen müssen, ne? Sehe ich gerade. Junge, 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 das war knapp. Entfernt. 90%, aha. Da war noch eine Kohle von, ich glaub's nicht. Kyros Kriegsstein. Was machst du hier? Warum ziehst du was hinter dir hinterher? Warum frage ich überhaupt? Haben wir irgendwie vielleicht nochmal so zwei Frösche oder so? Ja, hier. Ich habe kein Ziel. Eins, zwei. Ein Ziel. Sehr schön, haben wir die Weltquest auch noch geschafft. So. Die Ernter bearbeiten das Land mit der Kraft von 10 Arati. Aber der Schatten korrumpiert selbst unsere Maschinen. Was ist das hier? Okay, hier muss ich diese Ernter bekämpfen. Brauchen wir eine Reserve strahlender Überreste.
Durchsucht die Gegend. Sammelt Überreste an Land oder entreißt sie den Monstern. System deaktivieren. Wo muss das Zahnrad hin? Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich brauche ein Ziel. Wo muss das hin? Ich glaube noch da oben, oder? Da wäre es ja noch was. Wie viele von diesen blauen gibt's ja? Achso, war heute nicht Patch-Tag mit den ganzen Nerfs. Also ich denke mal, dann ist der in Europa erst morgen, also Mittwoch, oder? Also ich fühle mich immer noch sehr stark als Paladin. Meine Fähigkeit wurde noch nicht zurückgesetzt oder so. Deaktivieren. Wo muss das Zahnrad hin? Ich kann dieses Ziel nicht angreifen. Warte, wo muss ich das Zahnrad hinbringen? Wohin genau muss ich das Steuerungsrad bringen? Taschen. Hier. Hier hin, okay. Hier, bitteschön, das Rad. Wir schätzen eure Mühe. Yay. Mit unverderbten Erntern können wir die Felder bearbeiten und die Städte von Heilsturz versorgen. Was ist das denn jetzt schon wieder? Okay, das sind unsere Pflanzen, die wir sammeln müssen. Okay. Es ist einfach kein Ende. 3, 4. Ich muss näher ran. Ich bin außer Reichweite. Zu klein. 5. Wo? 6429. Wer ist das? Da. Da. So, jetzt kommt her, Leute. Ich bin da. Wo seid ihr alle? Ich bin da. Auf den Feldern sind auch oft mal diese Wachshaufen. Das ist ganz praktisch. Aktuell ist einfach alles überall. Mal gucken, unser erster Rare hier. 1 von 2. Ich dachte, heute wird so ein entspannter 1-2-Stunden-Stream mit Story und jetzt kommen hier diese ganzen Weltquests. Vor allem gibt es auch dann in Ashkahed auch nochmal sowas, oder? So eine Welle an blauen Quests. Systemneustart erforderlich. Was willst du denn jetzt?
Nee, ich will einfach nur Ruhe. Ich will nicht mit gegen so viele kämpfen. Okay. Dämonenjäger macht gut Schaden. Okay. Ich würde gerne die Pflanzen fertig ernten hier. Wo war das nochmal? Hier. Jesus. 6, 7, glaube ich. 8. Astralzucker. Da ist Astralzucker irgendwo. Bonusziel. Taschen. Taschen gesammelt. Gib mal eine Tasche bitte. Ah, oh, jetzt müssen wir auch noch Taschen sammeln. Na, das ist da ein Heilsturz schon am meisten. Das ist ja beruhigend. Na, okay, schön. Wir haben nochmal so eine Tasche gefunden. Ashkahed. Ja, ich denke mal, Ashkahed werden wir dann diese Woche noch raussetzen. Das machen wir das nächste Woche das erste Mal. Habt ihr auch die Taschen? Ja. Ich sehe aber schon, erst alles annehmen und dann einfach alles abarbeiten. Das ist zu weit entfernt. Nee, okay, doch nicht. Hier, das meinst du, ne? Hat man direkt noch ein bisschen Wachs dabei und kann auch nebenbei noch das mitsammeln. Leute, ich will nicht gegen euch kämpfen, aber lasst mich bitte einfach gerade hier mal meine Quest machen, ja? Ich habe kein Ziel. Dürfen wir nur nicht den Leuten hier sagen, dass wir hier ein bisschen, ihr wisst schon, deren Tiere getötet haben. So, ja. Erstmal hier eine Quest zum Abgeben. Ich habe deinen Bruder gefunden. Hoffnung besteht immer. Ihr habt meinen idiotischen Bruder vor der Dunkelheit gerettet, danke. Findet Glück. Gern geschehen. Und damit haben wir noch eine Questreihe abgeschlossen. Damit ist es nur noch eine. Es sind also wirklich auch Questreihen, die man erst nach Ende der Gebietsquests spielen kann. Das ist ja sehr interessant. Mir fehlen aber noch Taschen. The Tash. Möge Belida auf der hellen Seite bleiben. Ausgezeichnete Arbeit. Jetzt wollen wir mal sehen, ob wir diese achtbeinige Invasion einen Riegel vorschieben. Erhaltet die Dämmertür. Ja, ich wünsche da viel Erfolg bei. Okay, dann haben wir. Hier ist noch ein Rare. Ich muss näher ran. Oh mein Gott. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Das war ganz schön knapp. Macht das Sinn, dass ich das nicht mitnehmen darf? Okay. Yay! Damit haben wir auch die beiden Rares getötet. Ich grüße euch, Fremdling. Ausgezeichnete Arbeit. Habt ihr schon einmal über eine Karriere beim Arati-Militär nachgedacht? Ja, nee, ich gehöre schon genug Legionen an und so. Also, das ist schon okay, so wie es ist. Schöne Hoffnung, Verteidiger der Flamme. Ihr seid ein Fremdling, richtig? Das Licht des Reichs. Fantastische Arbeit. Dunkelheit vertreiben. Also geht. Das mache ich nicht. Wir sind in Ungnade gefallen. Habt ihr die Zunderkästen dabei? Wir sind alle unter diese Kästen sind nur ein kleines Symbol für die schrecklichen Verluste, die wir am Tag der Schatten erlitten. Wir werden die Überreste bergen, die ihr aufgespürt habt, damit wir die Erinnerung an unsere Brüder und Schwestern heilen können. Das Reich ist ewig. Auch wenn ich nur einen bescheidenen Rang habe, erweise ich euch diese Ehre. Ein Zunderkasten, der für eure Freundschaft mit unserer Expedition und euren hochverdienten Status in Heilschutz steht. Solltet ihr im Kampf fallen, bekommt euren Zunderkasten einen Ehrenplatz unter den der anderen großen Helden, die bei der Verteidigung dieses Landes gestorben sind. Bitte nehmt diese Ehre an, das ist ja krass. Gehorcht den Vorgaben Mereldas. Ich akzeptiere die Ehre. Das Reich ist ewig. Heilsturz ist stolz, euch als Verbündeten zu haben. Das ist cool. Wir sind die Krieger der Heiligen Flamme. Möge die Heilige Flamme euch beschützen. Wir sind alle Untertanen des Kaisers. Das finde ich irgendwie cool gemacht. Wir haben einen eigenen Zunderkasten bekommen. So, jetzt noch Astralzucker hier. Wo ist denn der? Hier drin? Hier ist Astralzucker? Richtlinien der Schattensperrstunde. Ist das so ein Buch für diese Rätsel oben, ne?
Seit dem Tag der Dunkelheit strahlt Beleda in regelmäßigen Abständen eine verderbte Schattenmagie aus. Aufgrund dieser anhaltenden Bedrohung hat Generalin Stahlstoß für diese Schattenzeiten eine allgemeine Ausgangssperre verhängt. Bitte beachtet die folgenden Richtlinien. Wenn sich der Stern verschiebt, sucht Schutz. Wenn ihr die Warnglocke hört und seht, dass sich Beleda in den Schatten verschiebt, zögert nicht. Führt für jeden Ort, an dem ihr euch aufhaltet, einen Plan mit euch. Nehmt den schnellsten und direktesten Weg zu einem sicheren Ort. Verzichtet auf alle nicht überlebenswichtigen Gegenstände. Vergewissert euch, dass ihr reisebereit seid, bevor ihr anderen helft. Begebt euch sofort in einen Unterschlupf, wenn Gefahr droht. Wandelt im Licht. Die Arati sind am stärksten mit der heiligen Flamme an ihrer Seite. Lasst die Lampenanzünder des großen Kyron in der Dunkelheit patrouillieren. Nutzt das Licht der heiligen Flamme als wichtigste Verteidigung gegen die Dunkelheit. Müsst ihr doch hinausgehen, so bleibt im Licht der Dämmertürme oder trefft Vorkehrungen, um die heilige Flamme mit euch zu nehmen. Hütet euch vor den Schatten. Die Wildnis von Khazal-Gar ist feindselig und gefährlich, vor allem während Bereldas Schatten. Das Licht von Beleda reicht nicht bis in die Wasserläufe, ins Untermeer oder in Höhlen, in denen sich die gefährlichsten Tiere und Feinde aufhalten. Bringt andere nicht in Gefahr, indem ihr euch mit diesen Kreaturen anlegt oder in ihre Fallen tappt. Die Dunkelheit kommt, wir sind bereit. Es wird Schwierigkeiten geben, also habt Notfallpläne bereit. Mehrere. Für den Fall, dass euer Haus überfallen oder umstellt wird, solltet ihr einen Fluchtweg haben. Bereitet Verstecke auf dem Hof und in den Städten vor. Legt an jedem Ort Vorrats- und Waffenlager an, sprecht diese Notfallpläne mit euren Nachbarn ab und übt gemeinsam ihre Umsetzung. Findet Glück im Licht der Flamme. Eine Person kann nur ein begrenztes Maß an Leid ertragen. Wenn ihr es einrichten könnt und die Sicherheitslage es zulässt, solltet ihr euch Zeit für die Freuden des Lebens nehmen. Findet Trost bei eurem Partner, Freude bei der Familie und Geselligkeit in eurer Gemeinschaft. Dies ist ein heiliges Land unter dem Lichte Beledars. Eine Offenbarung der heiligen Flamme. Wir kämpfen, um dieses Land zu schützen. Wir trösten uns mit seinem Segen. Oh Mann. Ich glaube, in diesen Taschen, die da als Belohnung gedroppt werden oder so, konnte auch ein Mount droppen. Hatte mal irgendwie sowas gelesen. Was? In den hier? Schade. Ah, wir hätten ja noch mehr, die wir machen können, ne? Was ist das? Tasche mit Überbleibsel beschafft. Warum durfte ich den gerade nicht sammeln? Da waren doch welche. Echt? Da kann ein Mount drin sein? Das wäre cool. Noch eine Tasche. Rare. Hier. Einfach aus dem Himmel gefallen, ich glaub's nicht. Also ja, aber nein. Also mit dem anderen Spieler gerne. Also alleine, nee. Hat jemand noch eine Tasche für mich vielleicht? Wie kann ich die abgeben? War es das schon mit den Taschen? Also das ist das mit dem Kochen, ne? Die Schatten bergen viele Schrecken. Ah, ja, super, die Zutaten. Dankeschön. Bitteschön. Kein Mount. Wird angegriffen? Noch nicht. Okay. Haben wir jetzt die Taschen? War eine Weltquest, oder? Okay, ich glaube, ich habe die Taschen. So. Wir hatten noch mehr Häuser. Hier zum Beispiel ist auch noch eine Möglichkeit, was anzuzünden. Eieiei. Alle Eisenzunge. 2. 3. Jetzt lass uns dieses Chaos beseitigen. Auf uns ruht alle Hoffnung. Erzählt mir über diese Ernte. Behaltet die Dämmertürme im Auge. Ja, Leute, Krötenstampfer und. Da haben schon mehrere Rares hier und... Krötenstampfer. Wir würden angegriffen. Niemand. Den hübschen Lux könnt ihr mit einer geringen Wahrscheinlichkeit aus dem Bonusbeutel Vorratspaket der Lampenanzünder erhalten. Dieses Paket bekommt ihr im Norden von Heilsturz. Krass, danke. Oh, das ist cool. Ja, wir werden die Dailies jetzt eh machen, allein wegen dem Ruf, ne? Hoffnung besteht oder immer.
Die Weeklies. Erzähl mir über die Ernte. Mein Gatte Esgi bastelt für sein Leben gern an Bots herum, aber die ständige Dunkelheit hat die Maschinen zur Raserei gebracht. Er hat sich vorgenommen, einige riesige kohleerntenden Bot zu bauen, der unsere ganzen Probleme löst. Ich nenne ihn Kohlschläger, weil ich davon ausgehe, dass die Sache nach hinten losgehen wird. Der Bot wird ihm sicher den Schädel einschlagen. So oder so, das Ding wird für Kopfschmerzen sorgen, wenn es fertig ist. Wenn die Schatten euch finden, gebt Bescheid. Die einst gehorsamen Erntebots laufen Amok und verursachen Chaos auf unseren Feldern. Der Erfolg unserer Gemeinde hängt davon ab, dass wir unsere Samen anpflanzen, aber der Großteil ist in den Händen dieser Ernter. Könntet ihr euch zu den Feldern begeben und die Maschinen eliminieren und die Samen sammeln? Okay. Wir sind alle gemeinsam. Das hat nicht geklappt. Ich würde die gerne nochmal annehmen. In all der Not, Güte. Wird der angegriffen? Um die Schlüsselflamme zu erhalten, brauchen wir eine Reserve strahlender Überreste. Was mit ihm? Durchsucht die Gegend, sammelt Überreste an Land oder entreißt sie den Leute, ich war eine Minute weg. What? Really? Really? Da bin ich mal kurz weg und dann tötet ihr die oder was? Da hat doch gerade wieder dieser Beutel geleuchtet, ne? Hier? Ich hab doch nicht alle gesammelt, wusste ich's doch. Wähle das Licht, verdichtet sich zu strahlenden Überbleibseln. Eingesammelt wird es zu Hoffnung für die Arati. So, was muss ich jetzt machen? Also erst die Bots kaputt machen. Das ist zu weit entfernt. Von denen muss ich Erntesamen finden. Erforderlich. Da. Brauche ich davon mehrere oder reicht eins? Wahrscheinlich mehrere, huh? Ich habe kein Ziel. Okay, ich muss also 8 Ernter töten, die echt viel Schaden machen. Ups. Das ist echt stark. Systemneustart erforderlich. Okay, 2. 3. Guck mal hier. Ja, hallo? Keine Erntesamen? Hä? Das ist zu weit entfernt. Ah, ich hab's geahnt. Ja, okay, das ist schon lästig. Also die 8 Stück sammeln ist schon eine Heidenarbeit. Kann man die auch irgendwie anders bekommen? Nee, aber den Lux will ich auf jeden Fall haben. Beryl, da wird dunkel. 4. Hier, lass mal zusammen machen. Guck mal hier.
Irgendwie eine Feder oder so. Vielleicht waren es die Auswirkungen der anhaltenden Dunkelheit oder die Tüfteleien von SG Eisenzug, aber Eisenzeug, aber die Kraft dieser Feder könnte Sprecher Kuldas in Gundagas interessieren. Okay. Ernteprotokoll fehlgeschlagen. Warum haben die beiden da hinten jetzt keine gedroppt? Das ist ja komisch, ne? 5. Sechs. Uns fehlt noch eins. Nein. 7. Dann greifen wir den jetzt noch an und dann haben wir 8. Eieiei. Ja, mit dem Beutel. Rein da. Gemeinsam brennen wir hell. Ihr habt es wirklich geschafft. Das Samen, das wird uns helfen. Wandelt im Licht. Das, okay. So. Bleibt in der Nähe des Lichts. Wir sind Sucher des Lichts. Wir machen es einfach einmal. Das Licht des Reichs wird die Dunkelheit vertreiben. Bitteschön. Okay. Gut. Ich weiß, es gibt noch, glaube ich, eine weitere Quest, die wir hätten machen können, glaube ich. Nämlich... Hier unten war, glaube ich, irgendwo noch eine Hürde. Hier, glaube ich, hier. Machen wir die auch noch. Das Licht der heiligen Flamme. Fanny, das Fass. Was? Die Flamme ist wiederhergestellt. Die heilige Flamme sorgt für uns. Ich hätte ja mehr auf... Oh, es ist nicht einfach, hier zu angeln. Ich habe angefangen, die Dämmerstiele der nahen Pflanzen zu kauen. Sie sind süß und zäh, halten den Kiefer beschäftigt und helfen mir, Zeit totzuschlagen. Wenn ihr mir helfen und mir eurem Flugtier ein paar Dämmerstiele sammeln könntet, wäre ich euch sehr dankbar. Das ist cool. Verringern, wiederverwenden und verwerten. Sind das hier Dämmerstiele? Okay, das habe ich mir irgendwie cooler vorgestellt. Ich dachte beim Fliegen. Nicht, dass wir jetzt mal abmounten müssen. Das ist wieder so eine Druidenquest, ne? Ja, ja. Schön. Hätten wir mal den Druiden-Main gespielt. Das Coole ist ja, durch das Kriegsmeuten-Rufsystem und so weiter und so fort, können wir ja theoretisch spontan, wie wir Bock haben, den Charakter switchen. Naja, ist aber ja eine entspannte Aufgabe. Dreizehn. Fünfzehn. Siebzehn. Da ist auch noch eine. Oh mein Gott. Zwanzig. Junge, Junge, Junge. Es sind ganz schön viele. Flauschi! Ups. Ups. Hallo? Wie sieht's aus mit dem Ruf? Ich muss näher ran. Das ist echt viel. Hi.
Die Dunkelheit umgibt uns, aber ich werde diese Position für Kapitänin Lancert halten. Wer ist denn das? Ich habe früh auf der furchtlosen Funke unter dem Kommando von Kapitänin Lancert gedient. Ich war unter Deck eingesteilt und dort hatten wir ein Rattenproblem. Ich wollte es mit einer Kiste Babyluchse lösen. Nur leider hat sich herausgestellt, dass die Kapitänin eine Allergie hatte. Das hat zur Folge, dass ich 2 Tage lang ohne Pause jeden Winkel des Schiffs schrubben musste. Ich bin auch das letzte Luchser losgeworden. Als ich damit fertig war, hat mich die Kapitänin an diesen verlassenen Ort postiert. Und was ist mit den Luchsen passiert? Ich habe sie immer noch. Sie sind jetzt viel größer. Vielleicht seht ihr sie auf der Lauer liegen. Einer hat gerade Nachwuchs bekommen. Oh, wie süß. Deckt euch für die nächste Ausgangssperre ein. Okay. Folgt den Pfoten. Gut ausgerüstet ist gut vorbereitet. Die neugeborene Luchse sind schon wieder abgehauen. Diese schelmischen Katzen treiben immer wieder Unfug und machen sich unbekümmert aus dem Staub. Da der Brummige verschwunden ist und nur Vespa und ich bleiben, um diese Position zu halten, wäre eure Hilfe ein Segen. Ich vermute, diese frechen Raubkatzen sind irgendwo in der Nähe. Versucht sie zurückzubringen. Ich will mit einer Lampe die Höhle, das spinnenverseuchte Gebiet im Süden und die Küste im Norden absuchen. Mache ich. Nutzt die Verteidigung des Reichs. Deckt euch für die nächste Ausgangssperre. Verflixt noch eins. Der Brummige hat sich schon wieder verdrückt. Es ist für diesen Posten eingeteilt, aber er ist nicht hier. Ich habe aus der Höhle in der Nähe ein Geschrei gehört. Er muss versucht haben, sich dort zu verstecken. Nehmt meine Fackel und geht zur Kaltschattenhöhle. Findet den Brummigen und die Flaschen mit Trunk der furchtlosen Funke, die er gestohlen hat. Meinetwegen kann er sich irgendwo verkriechen, aber die Getränke überlasse ich ihm nicht. Gut ausgerüstet, okay. Ist gut vorbereitet. Wir gucken uns mal kurz das Mount an. Das ist gerade sehr viel, ne? Hübsche Looks. What? Okay, also man findet ihn nicht. Ist das so super rare oder was? Bohnen. What? Was soll ich hier machen? Den Brummigen gefunden. Das ist zu weit entfernt. Ich brauche ein Ziel. Hier drin? Hast du für die Quest nicht ein Item gekriegt? Ja, natürlich habe ich das. Hier ist schon mal eine Flasche. Ah, okay, das ist er nicht. Danke für den Hinweis. Du bist echt aktiv dabei. Ich denke immer, du bist so passiv dabei. Und dann bist du immer auf einmal wie so ein... Weiß ich nicht. Ich kann das nicht angreifen. Ich hätte nicht gedacht, dass du jetzt so schnell weißt, dass ich hier absolut verwirrt gewesen wäre und wahrscheinlich 5 Minuten gebraucht hätte, um zu erkennen, dass ich hier mit der Fackel rumlaufen muss. Mhm. Wer ist da? Die heilige Flamme. Hat euch Kapitän Lancert geschickt? Soll ihr mich etwa noch weiter erniedrigen? Könnt ihr mir mehr über die Kapitänin erzählen? Mit jeder Generation meiner Familie hat ein Burncourt ein Schiff der Arati-Flotte kommandiert. Es war meine Bestimmung, als Kapitän auf der furchtlosen Funke zu dienen, aber Lancert schloss die Offiziersakademie mit höchsten Ehren ab. Man hat mir vorgeworfen, ich sei nie zum Unterricht erschienen und hätte geschwänzt, aber Lancert und die Ausbilder haben sich gegen mich verschworen. Das garantiere ich euch. Nee, Attika hat mich gebeten, euch da aufzusuchen. Ihr könnt diesem Luxliebhaber ausrichten, dass Padden Burncourt sich nicht zum Narren halten lässt. Die Heilsturzexpedition kann mich mal kreuzweise und ich werde nicht ins Lager zurückkehren. Die Getränke habe ich in der Höhle verloren. Sucht sie doch selbst. Im Lichte ihr die Arbeit tut, denn im Dunkeln. Kann mich mal kreuzweise. Weil es mir genauso ging beim ersten Mal. Achso, Rindfleisch. Hey, Rindfleisch! Schöner Name.
Weil es dir genauso ging? Ach schön. Na, das freut mich, dass ich nicht der einzige Idiot bin. Hey, Dummsein verbindet manchmal auch. Zack. Luchswelpe Captain Elena. Junge, Junge, Junge. Also es ist... Oh Gott, das wollte ich nicht. Sehr viel auf einmal gerade. Ich wollte so einen entspannten Stream machen. Jetzt guckt mal auf die Uhr. Guckt euch mal das an hier. Was ist hier los? Aber ich müsste mal eine Woche... Wenn der Umzug vorbei ist, nehme ich mir mal eine Woche Urlaub und wir streamen einfach nur. So, das haben wir schon mal. Meine Waren sind der Stolz. Fellknäuel. Habt ihr den brummigen Patton, Burncourt und die Flaschen mit Trunk der furchtlosen Funke gefunden? Ich habe nicht damit gerechnet, dass der Brummige den Mut aufbringen würde, zurückzukehren, aber wenigstens habt ihr den Trunk wiedergefunden. Wir stoßen an und wünschen ihm in der Höhle Glück. Gut ausgerüstet ist gut vorbereitet. Alles klar, machen wir. Okay, jetzt fehlt mir aber irgendwie noch hier so ein ich bin außer Kätzchen. Reichweite. Ja. Strolcher und Donner. Na, da fehlt nur noch ein Luchswelpe. Captain Eleanor? Really? Ich brauche ein Ziel. Lauf halt zu einer verdammten hier Neruba Questboss. Aber einen haben wir ihn gefunden. So, komm mal her. Alle gefunden ohne Guide. Das ist doch cool, oder? Hallo? Hallo? Okay. Lass mich raten, man kann die Quest öfter machen und bekommt dann jedes Mal einen anderen Lux. Waren in Militärqualität. Wenn diese Katzen reden könnten, dann hätten sie sicherlich was zu erzählen. Sieht so aus, als hätte einer euch ins Herz geschlossen. Ich glaube, ihr habt einen neuen Freund gewonnen. Deckt euch Donner! Die nächste Ausgangssperre ein. Eines Tages werden seine schweren Schritte und sein wildes Gebrüll seinen Namen entsprechen. Bis dahin bleibt Donner ein niedliches und treues Kerlchen. Würde mich nicht wundern, wenn man hier jedes Mal verschiedene bekommt oder so. An die Quest erinnere ich mich gar nicht. Ja, muss hier immer hingehen. Und nochmal meine Vermutung, man bekommt hier jedes Mal ein anderes kleines süßes Kätzchen. So, und hier haben wir dann nochmal die Quest, die haben wir auch erledigt. Im Licht Belidas glitzern die Münzen. Habt ihr genug gesammelt? Ja, bei euch sah das so leicht aus. Normalerweise brauche ich eine Stunde, um eine dieser Pflanzen zu erklimmen. Tja, hätten wir mal einen Reit hier, hä? Okay. So, jetzt aber, oder? Jetzt sind wir aber fertig, oder? Jetzt reicht's aber auch mal. Jetzt reicht's. So. Bei Belida. Gut, Leute. 3 Stunden. 3 Stunden 5 Streamer, 2:45 aktives Gameplay. Ich verabschiede mich von euch. Das war jetzt... Also morgen gibt es auf jeden Fall keinen Stream.
Eventuell gibt es übermorgen schon wieder einen Stream, Mittwochabend oder Donnerstagabend. Ich denke mal spätestens Donnerstagabend gibt es wieder einen Stream, vielleicht sogar schon Mittwochabend, aber morgen Abend auf jeden Fall nicht. Ich werde morgen dann ohne euch noch ein bisschen Zeitwanderung mit meiner Droidin machen und die noch ein bisschen hochquesten, hochleveln. Gut, also, vielen Dank fürs Zuschauen, Blowy, vielen Dank fürs Kommentieren und morgen einen wunderschönen streamfreien Tag. Ich habe morgen 2 Termine und muss ein bisschen Auto fahren und bin dann, wie gesagt, ab Mittwoch oder Donnerstag wieder da, sodass wir abends wieder 22 Uhr ein bisschen streamen können, aber morgen auf jeden Fall nischt. Ne? Danke wieder für den Stream, unterhaltsamen Stream und gute Nacht dann schon mal. Dankeschön wünsche ich dir auch und wie gesagt, morgen Abend sehen wir uns nicht, hören wir uns nicht, sondern erst übermorgen wieder. Oder übermorgen. Aber da werde ich dann übermorgen Nachmittag werde ich eine Story machen, ob übermorgen ein Stream kommt oder nicht. Na, ich gehe davon aus, ja. Ich denke mal, wir werden am Mittwochabend streamen. Schätze ich mal, dass ich quasi nur morgen Abend nicht streamen werde. Gut, also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis höchstwahrscheinlich übermorgen. Ciao. Das waren echt viele Quests.